Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ich habe gerade etwas ganz Schlimmes gemerkt. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. So. Moment. Ich muss kurz was erledigen und fühlt euch schon mal willkommen geheißen. Ich habe nämlich den Streamnamen noch gar nicht geändert. Welch schlimme Sache. Wir spielen ja gar nicht Phileas und Saga hier. Die Splitterdämmerung. Guck mal. Weite Folge übrigens heute. Und ihr seid mit dabei. Vielen, vielen Dank. Außerdem so. Hat das geklappt? Moment. Ja. So sieht das doch direkt schon viel schöner aus. So. Außerdem, ja, außer euch sind, außer ihr da draußen und mir sind natürlich auch die SpielerInnen mit dabei. Heute die Sierra als Mora. Hallo zusammen. Mora ist eine Schmugglerin. Genau. Und Elanor spielt Elena, eine Amazone. Die Leuen zum Großen. Und der gute Kakko spielt Osko, den Perreine-Novizen. Perreine zum Große. Dann haben wir
den guten Ozzy mit am Start. Der spielt Astanio, den Weißmagier. Das ist ein Großer. Ein bisschen rau heute. Ozzy hat heute ganz viel geraucht. Und wir haben auch noch Marot mit am Start. Der spielt Jandrik, den Golgariten. Hallo. Ja. Wir befinden uns in Aventurien natürlich. Ich sage nochmal vorneweg, ich meine, es gab so einen langen Disclaimer vorneweg, aber falls ihr jetzt hier einschaltet, nochmal etwas extra, denn die Splitterdämmerung ist angesiedelt in der Zeitfolge nach der großen DSA-Kampagnen, unter anderem der Borberat-Kampagne. Falls ihr also irgendwie die Borberat-Kampagne noch spielen wollt oder irgendwo verfolgen wollt und unbedarft sein wollt, hier wird es Spoiler, vielleicht nicht in dieser Folge, aber es wird Spoiler geben. Ja, seid gewarnt. Wir befinden uns im Jahre 1037 nach Bosbarans Fall in der Rabenmark. Hier haben wir sie nochmal schön aufbereitet. Und das kleine Städtchen, in dem wir spielen, heißt Neu-Ogrinwacht, ist so klein, dass es hier auf dieser Karte schon gar nicht mehr eingezeichnet ist. Wenn ihr euch mal heraussucht, was können wir denn mal nehmen hier? Ort Gräblingen. Das ist ziemlich in der Mitte der Karte. Ogertrutz kann man noch finden, ist auch mittig. Und dann seht ihr zwischen den beiden Gebirgen, den Trollzacken und der Schwarzen Sichel, seht ihr eine kleine gestrichelte Linie. Das ist der sogenannte Todeswall. Und kurz davor, so ungefähr zu Fuß oder mit dem Karren, eine Tagesreise weg, befindet sich Neu-Ogrinwacht. Ein kleines Dörfchen, was mal viel größer war, als es heute ist. Und es liegt auch östlich dieses Todesweiß. Das bedeutet, gehört zur Ostrabenmark. Die ist zu dieser Zeit, in der wir spielen, ein besetztes Gebiet von den Überbleibseln von Borberats Anhängern. Und genau. Das heißt, ihr seid in Dämonenpaktierer und Anbetergebiet, wenn ihr euch dort aufhalten wollen würdet. Unsere HeldInnen hier sind aber keine Paktierer, sondern sind im Gegenteil eher so etwas wie der Widerstand, wenn man das so nennen kann. Eher versuchen sie sich die alte Lebensweise der Zwölfgöttertreue noch beizubehalten. Alle mehr oder weniger ein ganz fiesen Hintergrund, warum sie denn jetzt da sind, wo sie sind. Falls euch das interessiert, schaut euch mal die Preludes an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und der Einzige, der relativ neu in dem kleinen Dörfchen angekommen ist, ist Jandrik. Der wurde hierher gebracht von Elinas Tochter. Die hieß, genau, die kleine Finja und ihrer Freundin Xamanda. Die haben Jandrik irgendwo im Wald aufgegabelt, schwer geschunden und dem Tode nahe, vielleicht dem Tode näher als dem Leben, und haben ihn zu Astanio gebracht, der den Jandrik zusammengeflickt hat, mittels magischer Zaubersprüche, die er schon lange, lange nicht mehr praktiziert hat. Außerdem im Dorf gibt es einen kleinen Krämerladen, der zur späten Stunde des Tages auch mal ganz gerne eine Art Taverne oder Treffpunkt wird, wo die Leute zum Spielen, zum Trinken und zum Essen zusammenkommen. Dieser kleine Krämerladen ist in Oskus Besitz und ja, so mittel, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt außerhalb des Tagunitot-Schreins. Ist das so der Mittelpunkt des Dorfes. Elina ist die Schmiedin des Dorfes, zumindest offiziell, während Astanio der Lehrer im Dorf ist, offiziell. Und ja, alle haben sie beim letzten Mal Jandrik kennengelernt und Jandrik hat die anderen kennengelernt. Mora ist zu Besuch bei Osko, was auch immer die beiden miteinander zu tun haben. Es wurde noch nicht geklärt. Auf jeden Fall hat Osko ein ganz großes, dickes
Ihr könnt ihr Vertrauen auf den Tisch geknallt. Die anderen sind da noch nicht so überzeugt von, aber sie vertrauen Osko. Und wenn der sagt, die ist okay, dann muss da was dran sein. Mal schauen, ob das heute noch thematisiert wird oder nicht. Jandrik hat sich am Anfang auch gar nicht so wohl gefühlt bei Astanio. Hat ihm zwar gedankt, dass er ihn irgendwie zusammengepflegt hat, aber Jandrik hat eine Mission und vertraut generell seit den letzten Ereignissen und Erfahrungen, die er in der Ostrabenmark gemacht hat, so ziemlich niemandem. Und ja, als golgaritischen Spion tut er eigentlich auch ganz gut daran. Aber seine Flucht vor unseren anderen MitstreiterInnen hat ihn in den Wald nahe von Neu-Ogrenwacht geführt, und da er sich dort nicht auskennt, ist er schnurstracks in den verwunschenen Teil des Waldes gelaufen, beziehungsweise das heißt verwunschen. Das ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, es ist da dämonisch verflucht. Und da ist er fast von einem Baum gefressen worden. Wäre Elena nicht mit Pauken und Trompeten ihm hinterher und hätte ihn gerettet, zu Lasten ihres Reitpferdes, das dann statt Jandrik vom Baum gefressen worden ist. Aber immerhin, das Pferd musste sich opfern dafür, dass Jandrik jetzt Elena vertrauen kann oder vertraut. Und wenn Elena sagt, Astanio, Osko und Mora sind okay, dann ist das für Jandrik, glaube ich, gerade auch so okay. Wenn ich das mal so in den Raum stellen kann. Zumindest wirkte es so. Ja, und Mora hat die letzte Folge damit zugebracht, alles und jeden hier im Dorf auszufragen, besonders Elenas Tochter. Wahrscheinlich wird sie mit Informationen noch irgendwie handeln oder so. Außerdem hat sie Elenas Tochter ganz viele Händlertricks beigebracht. Tricks. Mal schauen, ob das Elena so toll findet, wenn die das rauskriegt. Astanio war ziemlich angefressen davon, dass Jandrik eben so undankbar war und versucht hat zu fliehen. Und hat das ein bisschen persönlich genommen. Und war sehr, sehr zornig am Ende der letzten Session. Nur gezügelt durch Oskos gutes Einreden. Und da sich Astanio und Osko so gut verstehen, konnte der Zorn ein bisschen gezügelt werden. Am Ende haben sich alle zusammengerappt und haben sich im Keller von Oskos kleinem Laden, bei einer Art Gruppentreffen getroffen. Mora das allererste Mal dort, Jandrik das allererste Mal dort, Astanio, Elena und Osko schienen das ganz gut zu kennen. Im Keller sind kleine Ruhen aufgebaut mit kleinen, geschnitzten, zwölf göttlich wohlgefallenen Symbolen. Astanio war dort schon etwas länger, hat dort gebetet, wurde dann ein bisschen überrascht, dass die anderen alle zu ihm stoßen. Und dann gab es die große Aussprache, in Anführungsstrichen, bei der Jandrik auch nochmal betont hat, dass er Mora am allerwenigsten vertraut hier. Aber als rausgekommen ist, dass Osko ein Novize der Pareine ist, sein Wort hat halt dann auch Gewicht. Zumindest schien es so. Auf jeden Fall hat Jandrik ihnen allen erzählt von seiner Mission, nämlich eine Nachricht zu überbringen und wieder zurückzubringen. Verzeihung. Diese Nachricht ist halt entschlüsselt worden von Astanio. Eigentlich wusste ja Jandrik gar nicht, was dieser komische Zettel, den er mit sich führt, was das ist. Weiß nur, irgendetwas hat das mit dem Todeswall zu tun. Und Astanio hat es entschlüsselt und hat eine magische Botschaft entdeckt, dass der Todeswall anscheinend eine Schwachstelle besitzt. Das heißt, in euren Händen, beziehungsweise in Jandriks Händen, befindet sich der Schlüssel dazu, wie man den Todeswall, meine Güte, überwinden kann. Und Jandrik weiß, die Zeit rennt etwas. Ungefähr so am Ende des Monats, wir befinden uns im Boron.
müsste es passieren, dass auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite des Todesweiß, sich ein großes Heer versammelt, unter der Führung der Borondria, der großen Führerin des Golgarithenordens. Und die wird ein großes Heer gegen den Wall führen. Und es ist an Jandrik und seinem gefundenen oder transportierten Schlüssel dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig Tote geben wird bei diesem Angriff. Denn wenn der Todeswall überwunden werden kann, ohne dass ein Heer ihn erobern muss, wäre das natürlich von massiven Vorteil. Aber Jandrik ist ein bisschen eingeschüchtert von dieser Botschaft, die Astanio darauf aufgetan hat. Denn die Botschaft kommt ja vom Erzverräter des Golgarithenordens, von Lucadus von Kemet. So viel weiß Jandrik. Und der Brief, den er leider nicht mehr hat, aber an den er sich noch gut erinnert, der trug nicht die vollen Namen von Lucadus von Kemet, aber seine Initialien. Und aus dem Brief ging hervor, dass Borondria irgendetwas mit diesem Erzverräter zu tun hat. Kann man also dieser Botschaft vertrauen? Kann man Borondria vertrauen? Was soll das Ganze? Jandrik ist sich eines sicher, wenn auch das alles total verwirrend ist. Diese vier anderen hier in diesem kleinen Kellerraum sind die einzigen, die ihm beiseite stehen. So, und ich habe echt einen Frosch irgendwie gerade im Hals. Trinken hilft hoffentlich. Genau, so viel zum letzten Mal. Falls euch interessiert, wie es genau abgelaufen ist, könnt ihr natürlich die letzte Folge nachhören oder nachschauen. Uns gibt es übrigens auch auf Spotify und iTunes als leicht geschnittenen Podcast, wo wir die ganzen Rollenspielelemente versucht haben, ein bisschen rauszukürzen. Das heißt, ihr habt da die pure Erzählung. Ist vielleicht zum Anhören ein bisschen, ja, stringenter. Also, falls euch das interessiert, schaut da mal rein oder hört da mal rein. So. Und wenn das jetzt gleich nicht aufhört, wird es schlecht für den Spielleiter hier. Eine kurze Anmerkung noch vorneweg, weil DSA im Titel steht. Wir spielen DSA mit Karten. Die Regeln dafür findet ihr im neuesten Wege des Meisters oder so ähnlich heißt es. Aventurische Meisterschaft heißt das Buch. Da gibt es Regeln für das Spielen mit Iman-Karten, Inra-Karten, Inra-Karten heißen sie. Wir nutzen nicht die Inra-Karten, sondern ein anderes Kartenset, was ich selbst erstellt habe. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Also falls euch die Regeln interessieren, nachdem wir hier spielen, schaut in dieses Buch nach. Falls ihr es später auf YouTube nachguckt, habe ich die auch verlinkt unten drunter. So, ja, Grüße an alle. Hey, Grüße zurück, Kreuzberg. Schön, dich hier zu haben. Für alle, die neu sind und gerade das erste Mal hier zugucken, wir gehen gleich in die Szenerie hinein und dann werde ich so gut wie gar nicht mehr auf den Chat reagieren können. Hin und wieder vielleicht doch, mal gucken. Also erwartet nicht, dass ich groß mit euch interagiere da draußen, weil ich bin ganz für meine SpielerInnen heute da. Und sie für mich hoffentlich. Die sind ein großes Team. Oh. Okay, dann begeben wir uns in die Ostrabenmarkt und starten mal für heute. Und ich trinke noch einen Schluck. Neu-Ogrenwacht, 1037 nach Bosporans Fall. Ein kleiner Keller unter dem Krämerladen von Osko, Gärtental, dem Krämer von Neu-Ogrenwacht. Offiziell.
Hier unten wird nun deutlich. 5 Erzverräter des Ostreiches. Je nachdem, wie man fragt. Der Weißmagier Astanio, Schmugglerin Mora, die Schmiedin Elena, der Pereine Novize Osko und Jandrik, der Golgarit. Die Stimmung ist aufgebracht. Astanio hat gewütet. Dann die Nachricht von der Lücke im Wall. Das Einzige, was diesen Raum erleuchtet, sind die paar Kerzen, die Astanio mit heruntergebracht hat und die auf dem kleinen Truhe des Praios vor sich hin strahlen. Und als ihr euch geeinigt habt, euch gemeinsam Jandriks Mission anzuschließen, dass ihr beschlossen habt, dass das eine gute Sache ist, für die es sich zu kämpfen lohnt, scheinen die Kerzen etwas heller zu flammen. Ob es ein magischer Trick von Astanio ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist der Raum, dieser Kellerraum nun hell, fast tageshell, so hell, wie er vielleicht noch niemals war. Vielleicht für Osko auch eine merkwürdige Helligkeit. So oft, wie du hier schon gebetet hast, das ist noch nie passiert. Ja, ich schließe einen kurzen Moment die Augen und nehme diese Aura, die gerade in diesem Raum ist, auf. Okay. Vielleicht sollten wir uns alle noch etwas vorbereiten. Und dann zusammen aufbrechen. Wann wollen wir aufbrechen? In der Nacht, wo uns keiner sieht. Ja. Ja. Dann kommen wir auch im Hellen an. Hoffentlich. Wir müssen es so einrichten, dass wir im Hellen im Wall ankommen. Ich will da nicht im Dunkeln. Da will niemand im Dunkeln ankommen. Das sollten wir vermeiden. Wir brauchen 2 Tage, wenn wir schnell sind. Ich werde Rationen zusammenstellen und meine Sachen packen. Ja. Können wir diese Nacht noch los? Das... Ich kann mich beeilen, ja. Elena, hast du eine Waffe für ihn? Und deut, sicher. Deut auf Jandrik. Sicher. Kriegen wir hin. Ein Schwert. Klar. Und mein Messer. Hier. Wo hast du das Messer her? Hast du es von drüben mitgebracht oder hier irgendwo aufgelesen? Ich habe es hier irgendwo aufgelesen, in der Stadt. Kriegst es nicht wieder, vergiss es. Wer weiß, was da dran hängt. Mit schwarzen Messern weiß man nie, da muss man äußerst vorsichtig mit sein. Du kannst ein anderes Messer haben. Das bedeutet mir nichts. Gut. Hauptsache eine Waffe. Die eine Waffe, die mir was bedeutet, habe ich nicht mitgenommen. So einer Waffe werde ich auch nicht dienen können. Gut, also. Würde ich jetzt vorschlagen, jeder geht jetzt seines Weges und bereitet sich vor. Ich muss noch was zusammensuchen. Ich auch. Ich würde vorschlagen, Jandrik, geht mit dir, Elena. Ja. Dann kann er sich dann ein Schwert aussuchen, was zu ihm passt. Machen wir das. Jandrik nickt. Ich komme mit euch. Ich stelle meinen Wagen bei dir unter, Elena. Dass es kein Pferd mehr gibt, das zu ziehen. Nehme ich nur das Nötigste mit. Klar, in der Scheune ist Platz bei der Schmiede. Osko. Mhm. Denk an die Figuren. Osko nickt.
Asanio grinst und wird sich jetzt aufmachen, die Leitersprossen zu erklimmen. Und jetzt raus mit euch. Ich stelle die Ration zusammen. Gut, gegen kurz vor Mitternacht um den Dreh. Oder so schnell wie möglich, ja. Ja. Wir beeilen uns. Wo treffen wir uns? Bei mir an der Schmiede hinten? Ja. Pass nur auf, nicht, dass jemand nachts uns beobachtet oder so. Ja. Apropos beobachten. Was ist mit diesem Mädchen, was Jandrik gefunden hat? Oh ja. Von dem ihr erzählt habt. Mhm. Sie hat gesehen, was passiert ist, habt ihr gesagt. Etwas stimmt nicht mit ihr. Sie hat so viel mehr gesehen. Was meint ihr mit mehr? Sie hat von einer Vision gesprochen, die ich gesehen hatte, als ich dachte zu sterben. Okay. Ja, sie ist wirklich seltsam. Sie taucht manchmal unvermittelt auf und redet wenig. Also, dass sie mit dir gesprochen hat, mit mir heute, das waren das meiste, was ich von ihr jemals gehört habe. Also. Ist fast, als wäre sie nicht, als wäre irgendwas, als wäre da mehr in ihr, als man sieht. Ja. Wir müssen doch hoffen, dass sie uns nicht bemerkt. Wir müssen hoffen, dass sie uns nicht verpfeift. Das glaube ich nicht. Nein. Hätte sie das gewollt, hätte sie es längst getan. Ja. Sie ist nur ein Mädchen, kommt von oben dann noch von den Sprossen herunter. Vor allem denkt das ganze Dorf, sie hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, gut. Dann lass uns gehen, Jandrik. Mora? Sie Jandrik nickt folgt. Und geht auch hoch. Ja. Dann gleite ich euch zur Schmiede rüber. Den Karren. Soll ich dir mit dem Karren helfen? Pack mit an. Ja. Das ist ein wenig schwerer. Jandrik ist schon hinten dran und macht sich bereit zu schieben. Okay. Dann schieben wir krumpelt den Karren zur Scheune rüber. Während ihr so schiebt, den Karren die Straße entlang transportiert, durch den Schlamm der Straße, fängt es an zu regnen. Wolken ziehen sich zu und dicke Tropfen fallen auf die Straße nieder und machen den schlammigen Untergrund noch schwieriger zu passieren für einen Karren, der nicht von einem Pferd gezogen wird. Oh. Ja, mit Schwung, komm, wenn er einmal läuft, läuft das. Nach dem zweiten Hauruck habt ihr den Karren so weit entgangen, dass ihr ihn ziehen könnt, schieben könnt. Als ein gellender Schrei die etwas Diesigkeit des Regens durchbricht, zwei Straßen weiter. Oh Gott, ich drehe mich um. Wo kam der her? Dieses. Von wem? Lass uns gucken gehen. Mora blickt von der Scheune zum Karren noch einmal hin und her. Den können wir auch gleich noch reinfahren. Das klang nicht gut. Gut, dann. Dann gehen wir schauen. Ich ziehe mein Schwert. Hierüber, kommst du mit, Jandrik? Jandrik schaut, wo die zwei Frauen lang gehen und er schaut, wo der Schrei herkam. Er will eine alternative Route nehmen, durch die Dunkelheit auf der anderen Seite der Häuser, vielleicht am Waldrand entlang. Die beiden Frauen gehen
relativ schnurstracks gerade an die Häuserecke. Jandrik, wenn er schnell ist, kann er entweder über die Häuser, über die Dächer oder die Häuser umrunden und von der anderen Seite auf die Gasse kommen, wo der Schrei wahrscheinlich herkam. Über die Dächer ist gut. Jandrik klettert behende die glitschigen Fassaden der Häuser hoch. Mit Schwung schaffst du es, dich an der Häuserwand hochzuziehen. Die Dachschindeln und die Dächer hier sind teilweise löchrig oder nicht gut in Schuss. Jandrik muss aufpassen, dass er nicht durchbricht und irgendwo bei jemandem im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer landet. Aber Jandrik ist geschickt und hat ein gutes Auge. Während Elena und Mora die Ecke des Hauses erreichen, das letzte Haus der Gasse, was machen Astanio und Osko? Nun, Astanio ist wahrscheinlich gerade in seiner Stube angekommen. Und bevor der Schrei ertönte, je nachdem, ob er ihn hört oder ob er ihn nicht hört, wird er unter dem Bett eine sehr verstaubte alte Truhe hervorziehen. Und diese Truhe öffnen. Diese Truhe hat er, seitdem er hier angekommen ist, nicht mehr aufgemacht, nicht mehr angeschaut. Also die Truhe öffnet, liegen nur ein paar Leinen, könnte man denken. Eine Leinentruhe für Bettwäsche oder sonstigen Lumpengedönse darin, aber aus einem ziemlich großen Stofffetzen holt Astanio ein sehr fein geschmiedetes Schwert hervor. Das Schwert eines alten Freundes und wiegt es prüfend in der Hand. Dieses Schwert hat er ebenso lang nicht mehr in der Hand gehalten. Dann ist das der Augenblick, in dem du den Schrei vernimmst. In diesem Moment wird Astanio aufschrecken, das Schwert fest umklammernd in der Hand halten und in Richtung Schrei stürmen. Ja, Osko indes hat sich, nachdem der Letzte sein Krämerlein verlassen hat, sofort daran gemacht, verschiedenste Tücher zu holen und dann verschiedenste Nahrungsmittel, die haltbar sind, trockene Wurst und Brot, was er ja auch gebacken hat vorhin, zusammenzupacken, um schon einmal Rationen zu schnüren für alle seine Mitreisenden. Und wird von einer Ecke zur anderen huscheln in seinem Laden, verschiedene Zutaten holen mit verschiedenen Nahrungsmitteln. Er wird seinen Gürtel holen, wo verschiedenste Werkzeuge dran befestigt sind, eine Sichel und so weiter. Und wenn er den Schrei auch vernimmt, wird er erstmal kurz innehalten und vielleicht erst einen zaghaften Schritt nach draußen machen und schauen. Es regnet. Die Straße ist leer. In der Ferne kannst du vielleicht noch durch den dicken Regen die Urschemen des Wagens von Mora erkennen. Er schaut noch links und rechts, ob er irgendwen anderes sehen kann, außer den Wagen. Ansonsten würde er dann einen weiteren Schritt nach draußen gehen, den Laden soweit verriegeln und dann auch grob in Richtung dieses Schreis machen. Würde sich aber nah an Häuserwänden halten, dass er nicht gesehen wird. Gleichzeitig mit dir treten aus verschiedensten Häusern auch andere Leute hervor, schauen, recken ihre Nasen auf die Straße, schauen dich merkwürdig fragend an. Einige treten auf die Straße und sagen, man scheint dasselbe vor wie du. Ja. Osko zuckt mit den Schultern, wenn er ihre Blicke sieht und deutet nur grob in die Richtung, aus der Schrei vermutlich gekommen ist. Psst, lass uns nachsehen. Mora und Elena, als sie um die Ecke biegen, sehen ein Fuhrwerk, ähnlich wie das von Mora, nur mit einem Pferd vorgespannt anstatt Lein. Ein Achser. Eine Traube Menschen steht drumherum.
Langsam näher ich mich hier der Traube von Menschen und versuche mal einen Blick zu erhaschen, was denn vorgefallen ist. Ja, ich werde auch mein Schwert dann erstmal wieder wegstecken, weil ich werde nicht mit blankem Schwert auf die Leute zugehen und folge dann Mora. Gucke auch und sage, Schubs, ein bisschen entschuldigt, dürfen wir mal gleich mehr durch. So ein bisschen diese Leute, suche mich nach vorne durchzuarbeiten zur Front. Jandrik, der sich über die Dächer aufgemacht hat, tritt nun, springt von einem Dach auf das nächste, auf ein Flachdach. Ein Haus, das etwas größer ist und ein begehbares Dach hat. Dort mache ich mich klein. Ich robbe langsam bis zur Kante. Die Kante ist recht hoch. Fast schon so für Jandrik, fast Hüfte, ein bisschen niedriger. Dann ducke ich mich. Jandrik erkennt einen Tisch und mehr in einige Stühle. Ein paar Becher sind dort noch auf dem Tisch, die jetzt von dem Regen voll getropft werden. Und aufgeweichte Brotkrumen. Die so aber nicht auf dem Tisch, sondern in der Nähe des Tisches an der Kante des Hauses entdeckst. Aber in einem großen Haufen. Auf der Kante, nahe des Haufens der durchweichten, vom Regen aufgeweichten Brotkrumen, sitzt ein schwarzer Vogel und blickt erst die Krumen und dann dich an, ehe er mit lautem Geflatter davonfliegt. Ich betrachte ihn, schaue ihm hinterher, dann wende ich meine Aufmerksamkeit wieder nach unten. Das Fuhrwerk ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Ecke des Hauses, wo der Vogel gestanden hat. Jandrik tritt heran, geduckt, wagt einen Blick nach unten und sieht auch die Menschenmenge, den Karren. Und von oben hast du einen guten Blick. Eine Frau in einer langen Robe kniet auf dem schlammigen Boden neben einem Mann oder einer Gestalt zumindest, die bäuchlings im Schlamm liegt. Halb unter dem Wagen. Neben dem Wagen und den beiden Personen steht ein dicklicher kleiner Mann mit einer Kapuze über den Kopf. Wahrscheinlich vor dem Regen nass tief im Gesicht hängt. Er hat die Hände in die Seite gestemmt und sich zu voller Größe aufgerichtet, was nicht sonderlich hoch ist. Du hörst, wie er redet. Das war ein Anschlag. Ein Anschlag muss das gewesen sein. Wo sind wir denn hier? Es wird immer schlimmer. Smora und Elena durch die Menge durchkämpfen, sehen auch sie die beiden Gestalten. Die Frau, die am Boden kniet, erkennt ihr sehr schnell als Belzora Rotail, die Nekromantin, die das Dorf mitgegründet hat. War die nicht tot? Anscheinend. Hä? Elena bleibt stehen, guckt auf sie so ein. Mora bleibt in zweiter Reihe stehen und schaut sich das Ganze ein wenig mit Abstand an. Und immer wieder wirft sie einen Blick auch über die Schulter, um Jandrik irgendwo zu erhaschen. Das Gesicht der Frau ist kreidebleich. Recht eingefallene, tiefe Augen. Und dann nickt sie dem dicken Mann zu. Naja. Von hinten erstochen, würde ich sagen. Und Elena und Mora und Jandrik erkennen nun, nachdem es gesprochen wird, einen kleinen, schmalen Dolch, der im Rücken steckt. Elena tritt näher heran. Entschuldigt, was ist hier passiert? Ein Anschlag ist hier passiert. Ein Anschlag.
Mein Geschäftskollege wurde ermordet. In der Tat. Rota hier stellt auf. Man hört ein lautes Knacken ihrer Knochen, als sie aufsteht. Bleibt etwas gebückt stehen. Ja, für ihn kann ich nichts mehr tun. Aber wenn ihr wollt, werde ich ihn befragen, wer ihn ermordet hat, falls er ihn gesehen hat. Habt ihr ihn gesehen, den Mörder? Nein, ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe hinten nach der Ware, ich habe die Ware kontrolliert. Und dann hat er auf einmal diesen komischen Laut ausgestoßen. Wie ein Mädchen geschrien. Für sonst nie. Na, wenn ihr nichts gesehen habt, bringen wir ihn zum Tempel. Dann befrage ich ihn. Habt ihr was dagegen, wenn ich mitkomme? Dreht sich langsam zu dir um und du siehst jetzt genau in das Gesicht. Mhm. Schaut dich mit einem finsteren Blick an. Nicht wirklich. Gut. Wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr vielleicht tragen helfen. Ja, kann ich den Dolch eigentlich irgendwie, kommt mir der bekannt vor, grob? Du schaust dir kurz mit einem Seitenblick den Dolch an, wenn du die Person tragen sollst. Ja. Kommst du sehr nah dran. Es ist ein länglicher Dolch mit schwarzem Griff. Geschwärzter Klinge. Ich habe meinen noch. Habe ich in der Tasche. Okay. Ja, dann helfe ich der, das in den Tempel zu tragen, weil ich ja schon neugierig bin. Ich schaue so zu Mora und die geht zu. Mora wirft ihr nur einen fragenden Blick zu. Ich zuck so gut ich kann mit den Schultern. Und geht mit etwas Abstand hinterher. Jandrik wartet. Er sitzt da oben, er schaut den anderen hinterher. Er wartet, ob sich die Menschenmenge langsam auflöst. Und bleibt dort oben sitzen. Eine weitere Frau kommt in die Gasse gelaufen, von der anderen Seite, von der Osko und Astanio gerade die Gasse betreten. Auffällige, prachtvolle, prunkvolle, könnte man schon fast sagen, aber dunkle Geweihtentracht der Tagunitot. Das hat mir gerade noch gefehlt. Das ist Tagunia Garere, die örtliche Priesterin der Tagunitot. Was ist hier passiert? Schert euch fort. Das ist ja wie hier ein Schaukampf. Los, nach Hause alle, es ist ja fürchterlich, dieses Wetter. Elena bekommt ein mit, wie Rota ihr eine noch finstere Miene aufsetzt, als sie sie anschaut, dann ein Lächeln aufzieht. Wie gut, dass ihr auch gekommen seid. Elena versucht, keine Miene zu verziehen, aber irgendwie ist es so eine... Wird es denn doch so ein... Oh, jetzt geht das schon wieder los. Jandrik sieht, wie die Priesterin der Tagunitot ins Stocken gerät, als sie die Frau mit der Robe sieht. Wie bei der dunklen Mutter. Egal. Kommt mit. Elena hilft dann der Rota, die Leiche ins den Tempel zu tragen. Die Leute auf den Befehl der Priesterin hin ziehen sich die meisten Leute in ihre Häuser zurück. Ein paar bleiben dort schaulustig. Aber sie nehmen weiteren Abend ein bisschen Abstand. Tun so, als würden sie in einer Gasse verschwinden.
schauen aber Elena und dem Leichnam hinterher. Ich würde Astanio kurz antippen, mit dem Kopf einmal kurz nach hinten nicken. Lass uns das gleich anschauen. Astanio wird sich zu dir rüberbeugen, durch die Gassen. Ich möchte nicht mit dem Schwert gesehen werden. Ja, ich nicke ganz leicht und dann gehe ich ein paar Schritte rückwärts und dann in eine der Gassen. Astanio wird ihm unauffällig folgen. Mora hat den dicken Mann erkannt, der dort an dem Karren stand. Das war Arkan Tucher, ein Händler, mit dem du schon einige Male Geschäfte gemacht hast. Und der dir das Pferd verkauft hat. Ja, der schon. Das jetzt tot ist. Habe ich dann auch vielleicht seinen Geschäftspartner erkannt? Der sagt dir nichts, aber du weißt, dass Arkan, ähnlich wie du, in sehr zwielichtige Geschäfte verwickelt ist. Man könnte schon fast sagen, es ist zwischen euch manchmal so eine Art Wettkampf oder ja, manchmal gewinnbringend, manchmal nicht gewinnbringende Konkurrenzsituation. Als er dich sieht, zieht er auch ein Lächeln auf. Na, das hätte ich mir ja denken können. Ja, was soll ich sagen? Das schlechte Wetter habt ihr bestimmt mitgebracht. Und ihr die schwarzen Dolche, wa? Zufällig seid ihr da, wenn mein Geschäftspartner ermordet wird. Ich kenne ihn gar nicht. Wer ist das? Natürlich nicht, nein. Sein Gesicht lag im Schlamm. Ich konnte ihn nicht wirklich erkennen. Entschuldigt. Das wird sich ja gleich rausstellen, wenn wir ihn befragen. Soll das etwa eine Unterstellung sein? Eine Warnung. Er geht zum Karren zurück und nestelt so an dem Verdeck des Karrens herum. Da muss ich euch leider enttäuschen, aber wenn ihr so weitermacht, dann hoffe ich mal, dass ihr nicht mit dem Gesicht im Schlamm aufwacht. War das jetzt auch eine Drohung? Ich habe keine vernommen. Besser ist das. Schönen Abend noch. Die dunkle Mutter mit euch. Sie grinst zynisch und tapst Elena hinterher. Idiot. Jandrik beobachtet die einzelnen Leute, die sich irgendwie in den Gassen und in die Häuser verziehen. Da entdeckst du auf dem gegenüberliegenden Dach, das so ähnlich strukturiert ist wie das, auf dem du stehst, eine kleine Gestalt, die ebenfalls duckend versucht, nicht gesehen zu werden. Ich lächle in mich hinein, stell sicher, dass ich gut versteckt bleibe und beobachte auch, wer das da ist und wo sich diese Gestalt vielleicht hinbewegt. Ich bleibe weiter in meiner Position. Sie bleibt auf dem Dach. Genau richtig. Sie bleibt auf dem Dach, soweit du das erkennen kannst, hat sich nun aber komplett geduckt, sodass man nicht genau einschätzen kann, wenn sie der anderen Seite herunterrobbt oder eine Leiter, weil kennst das Gebäude dort drüben nicht, wirst du es wohl nicht erkennen. Aber was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass dieser schwarze Vogel wieder landet auf dem anderen Dach, mit den Flügeln schlägt und laut Kah, Kah. Dann von der Brüstung herunterhüpft und auch dann nicht mehr zu sehen ist. Nur noch das Kra Kra ist. Ja. Interessant. Aber ich bleib noch weiter fürs Erste und schau von oben, was passiert. Du bist gemutet, Quan. Man sieht das. Mora mit dem dicken Mann redet, dass Elena den Leichnam abtransportiert und an einem Ausläufer der Straße kannst du kurz Osko und Astanio sehen, die sich dann aber in eine Seitengasse verziehen. Ich nuschel noch kurz in mich hinein, Anfänger. Und dann schaue ich weiter. Die Straße runter steht der. Ja, es ist kein richtiger Tempel, aber es ist zumindest ein als Tempel gedachtes Gebäude der Tagunitot.
anderen, die Stadt hat ja schon bessere Zeiten. Und das Gebäude ist außerordentlich groß und eigentlich auch als Mittelpunkt gedacht gewesen. Man erkennt es deutlich an den Fahnen, die außen aufgehängt sind, an dem Prunk. Elena verschwindet mit dem Leichnam und den beiden anderen Frauen in der Eingangspforte. Wenn Elena da reingeht, wird sie auch vor allem einmal so ein Seufzer auslassen, der aber irgendwie so ist wie so ein, fast so klingt, als wäre sie mehr aus dem Regen, endlich aus dem Regen raus. Und ja, sie geht halt nicht gerne in den Tempel, aber das lässt sie sich jetzt gerade nicht anmerken. Sie schaut sich dann nochmal über die Schulter um und schaut, ob sie Mora erblickt oder ob sie jetzt gerade alleine mit den beiden dunklen Priesterinnen ist. Nee, dann Mora wird sie sehen, die auch gerade am Tempel ankommt und sich zumindest dort unterstellt. Mit einem leicht schiefgelegten Kopf erst etwas beobachtet. Dann kann Jandrik, Osko und Astanio sehen, wie sie durch eine Seitengasse auf den Wagen zusteuern, wo der dicke Mann immer noch steht und an den Planen herumnestelt. Astanio, wir sollten vielleicht warten, bis der Herr weg ist. Könnt ihr irgendwas anderes sehen als ich? Ich habe nichts direkt wahrnehmen können. Nur den Schrei. Würde ich sagen, wenn wir noch in der Gasse sind und leise in Astanios Ohr flüstern. Auch nur den Schrei gehört. Und am Ende war da so eine riesige Menschenmenge und Elena hat einen Körper getragen. Was genau da los ist, kann ich dir nicht sagen. Ihr hört ein verdammt, jetzt nicht schon wieder. Dann schlägt er mit einer Wucht gegen die Plane des kleinen Karrens. Ich werde mir die Plane ganz genau anschauen. Was kann ich darunter was erkennen? Kann ich irgendwas erspähen? Irgendwas Auffälliges? Es ist so zugezogen, dass man nicht erkennen kann, was sich auf dem Wagen befindet. Der dicke Mann besteigt den Wagen und treibt das Pferd an. Als der Karren sich in Gang setzt, Astanio, Osko und Jandrik ihm vielleicht ein bisschen hinterher sehen, seht ihr im Schlamm der Straße, da wo vorher das Wagenrad gewesen ist, der Wagen gestanden hat, etwas im Schlamm liegen. Schon halb vom Schlamm bedeckt, aber noch gut sichtbar. Osko! Da vorne. Und Astanio wird auf dieses Ding zeigen. Hol das her. Schau noch mal kurz links, rechts. Dass niemand irgendwie auf der Straße ist und das beobachtet, dann würde ich ganz schnell und heimlich versuchen, dieses Ding aus dem Schlamm zu holen. Siehst es aus dem Schlamm, es ist ein zerbrochenes Holzschwert. Ja, ich halte es schnell unter meinen Mantel, gehe dann zurück zur Gasse. Und dann zeige ich Astanio das Holzschwert. Astanio wird ins Stocken geraten und wird sich das Holzschwert ganz genau anschauen, um zu schauen, ob er weiß, von wem dieses Holzschwert ist. Da Astanio das Holzschwert gemacht hat, kann er es ziemlich gut einschätzen. Es ist Fenjas Holzschwert. Scheiße! Was ist? Wem gehört es? Ist doch bestimmt alles von euch. Fenja. Fenja? Das ist Fenjas Schwert. Kako, Osko, wir müssen da rein. Wir müssen zum Tempel. Sofort. Wir müssen Elena Bescheid sagen. Ja, mach das. Sollen wir ihn einfach entkommen lassen? Vielleicht, gut, zum Tempel. Der Wagen fährt um die Ecke, ist dann außer Sicht.
Jandrik sieht nur, wie Astania und Osko sich streiten oder ein ernsthaftes Zwiegespräch haben. Verstehe ich, was Sie sagen? Nein. Du hast aber gesehen, was Osko aus dem Schlamm gezogen hat. Ein Holzschwert gebrochen in der Mitte. Das lag unter dem Wagen? Unter dem Wagenrad, ja. Dann ist es jetzt Zeit für mich, mich zu bewegen. Ich schaue kurz, wo die anderen zwei hingehen und sehe, ja, dass sie in Richtung Tempel gehen. Also folge ich dem Wagen. Folgst dem Wagen. Und er muss ihm gar nicht weit folgen, denn ein paar Straßen weiter, direkt hinter der großen Ruine, die mit dem eingefallenen Dach auf der anderen Straßenseite von dort, wo du die ersten Dächer bestiegen hast, dort ist ein großes Gebäude, was ähnlich hier aussieht wie eine Scheune. Der Mann hält das Gespann, steigt ab, klopft an die Scheunentür, ihm wird aufgetan. Und dann wird das Fuhrwerk da rein befördert. Es ist gar nicht weit weg von Oskos Krämerladen. Sieht der Wagen so aus, als wäre da noch irgendwas drin? Sind da noch Säcke oder Kisten drauf? Die Plane ist zu. Du kannst nicht drauf schauen. Ach ja. Ach ja. Dann warte ich doch noch ein bisschen. Drück mich in die Schatten. Im Tempel wird Rotail auf den Altar deuten. Dahin. Ja, Elena legt es dann mit, wer auch immer ihm Tragen geöffnet hat, auf den Altar und tritt dann wieder 2-3 Schritte zurück. Die Tagunitot-Priesterin legt beide Hände in die Hüfte. Du hast dir überhaupt nichts zu sagen. Natürlich nicht dahin. In die Sakristei. In der Sakristei können wir das Ritual aber nicht machen. Wer sagt das? Elena steht im Hintergrund und lässt die beiden Frauen sich streiten. Wir sollten ihn vor den Augen der dunklen Mutter befragen. Dann wird er viel ehrlicher sein. Und die Anrufung wird einfacher. In der Sakristei. Geh in die Sakristei, Elena. Mit dem Schmunzeln packe ich die Leiche und trage sie mit dem zweiten Mann dann rüber. Osko und Astanio kommen am Tempel an. Mora steht vor der Tür. Was macht ihr denn hier? Ja. Sie mustert euch. Wir haben was gefunden. Es war quasi unter dem Wagenrad. Als er wegfuhr, konnten wir es sehen. Und dann schaue ich nochmal nach links und nach rechts und dann zeige ich ihr, das ist aber auch ein Holzschwert. Was Tanja sagte, es gehört Fenja. Und noch mehr legt sie die Stirn in Falten, guckt ungläubig zwischen Astania und Osko hin und her. Was hat die Kleine damit zu tun? Meint ihr sie? Und sie schaut ungläubig ein weiteres Mal von Osko zu Astania und dann in den Tempel hinein. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Körperlich könnte sie es. Auf jeden Fall. Und in dem Moment versucht Mora sich zu erinnern. Der Mann war hinterrücks erstochen worden. Wie hoch ungefähr der Stich? Der Stich war auf der Höhe der Hüfte in die Nieren. Mora beißt sich auf die Lippen. Ungefähr die Höhe, die sie Fenja gezeigt hat, wo man zustechen soll. Verdammt. Und sie guckt dann wieder wissend zu Osko und Astania. Wir sollten die Kleine finden. Wer ist Elenas?
Es ist ihre Tochter. Elena ist jetzt dort drin und wird wahrscheinlich gleich hören vom Opfer selbst, dass es ihre Tochter war. Wir sollten schauen, dass wir die Kleine in Sicherheit bringen. Dann sollten wir erst recht da hier bleiben. Dann bleibt hier. Ich versuche, Fenja zu finden. Und in dem Moment geht sie schon 2-3 Schritte los. Folg du dem Wagen. Er hat sich gerade aufgemacht, als wir hingehen konnten, das Schwert holen. Ich gucke an dem Ort, wo er stand, nach Spuren. Folg du mal dem Wagenspur. Vielleicht hat er was damit zu tun. Er oder sie? Vielleicht oder beide. Vielleicht beide. Okay, gut. Und sie geht mit zügigem Schritt, entfernt sie sich vom Tempel. Oskar ebenso. Erst will sie schauen. Ah, okay. Erst will sie quasi bei Elena schauen. Die Kleine hat gesagt, dass sie dort nach Hause geht und Honigkuchen isst. Das heißt, vielleicht ist sie ja dann doch über Umwegen nach Hause gegangen. Gut. Jandrik hat eine Stellung bezogen, in der er das Gebäude gut beobachten kann. Der dicke Mann kommt gar nicht lange Zeit später wieder durch die Tür, gefolgt von einer alten Frau, die in die Richtung, die Straße herunter, wo du gerade herkommst, zeigst. Ja, nur hörst du noch. Ich weiß schon, wo das ist. Pass gut auf den Wagen auf, dass keiner da dran geht. Nein, ich gehe da nicht dran und passe. Ich schließe das Tor ab, dann kommt niemand in den Schuppen. Am besten bleibst du vor dem Schuppen auch noch stehen und guckst genau, ob niemand reingeht. Im Regen? Ich werde doch nicht im Regen stehen, das ist meine gebrechlichen Knochen. Ist mir egal, Hauptsache dem Wagen passiert nichts. Außerdem habe ich dich gut genug bezahlt. Ich tue mein Bestes. Doppelt Bestes. So. Dieser dreckige Leugramot, dass er sich abstechen lässt. Stapft die Straße herunter. Ich warte. Er verschwindet irgendwann unter der nächsten Ecke und die alte Frau bleibt vor der Tür stehen, zieht sich dann so Kapuze über den Kopf. Steht dann so gebückt, guckt nur hier oben. Da wird man was übernehmen müssen, aber erstmal schaue ich mich genauer um. Also dieser Schuppen, der hat einen eindeutigen Eingang, ja, diese Tür. Mhm. Wie ist denn die Hinterwand beschaffen? Ich gehe so auf der anderen Seite gibt es ebenfalls eine große Tür, die allerdings mit einer Kette zugeschlossen ist. Einen dicken Schloss. Deswegen, was ist mit dem Dach? Das Dach ist mit Stroh gedeckt. Das heißt, wenn du könntest das Stroh beiseite tun und durch den Dachstuhl einsteigen. Ah, perfekt. Was dann allerdings bei dem ganzen Regen hier nicht ganz einfach ist. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis die Frau ein bisschen vom Regen eingelullt ist. Irgendwas sagt mir, dass ich dort in diesen Wagen sehen will. Und dann gehe ich auf der anderen Seite, da wo die Tür mit der Kette ist, suche ich mir einen Aufstieg. Ich nehme mir Zeit. Noch weiß niemand, dass ich überhaupt in diesem Dorf bin. Das ist mein Vorteil. Und klettere vorsichtig hinauf. Oben angekommen, merkst du, dass dein Plan höchstwahrscheinlich gelingen wird. Das Stroh ist relativ einfach. Fast schon, schlecht gedecktes Dach. Hier wird es nicht auffallen, wenn du 2-3 Sachen beiseite schiebst. Wahrscheinlich sind schon mehrere Löcher im Dach selbst drin. Dann schaue ich nochmal, ob auch niemand schaut, mich niemand sieht und schiebe das Stroh zur Seite und krieche hinein.
In dem Moment landet der dunkle Vogel auf der anderen Seite des Daches. Ich schaut dich an. Ich rutsche fast vom Balken. Da ist ein feuchter Balken. Meine Hand rutscht kurz ab. Mit der anderen klemme ich mich gegen das Holz und mein Stiefel schlittert kurz über die Latte. Ich halte mich gerade so. Ich starre dem Vogel genau in die Augen. Ich habe mich erschreckt. Er schlägt noch ein paar Mal mit den Flügeln, hebt dann ab, dreht einen Kreis und landet dann auf dem anderen Dach hinter dir. Beobachtet dich immer noch. Egal. Die Neugier treibt mich hinein ins Stroh. Elena bekommt weiter ein Streitgespräch mit zwischen Rotahir und Garere, wie denn das Ritual jetzt auszusehen hat. Wer von uns ist die Nekromantin? Wer von uns ist die Priesterin der dunklen Mutter? Bitte, dann mach doch eure hohe Exzellenz das Ritual. Das letzte Mal, wo ich wusste, hattest du keine arkanen Fähigkeiten. Wir alle sind durch den hohen Herrn Borbarat dazu befähigt, selbst ohne die Künste gut verstehen zu können, die magischen Energien nutzen zu dürfen. Ach, und das hast du gelernt, während ich weg war. Apropos. Nein, nicht jetzt. Dahin, Elena, dahin. Du kannst dann aber auch draußen warten. Gut, lege ich ihn hin und gehe wieder raus, lehne mich aber dann draußen, mach die Tür zu von außen, lehne mich aber von außen dann an die Tür von der Sakristei. Ich will halt hören, was drin abgeht. Also glaub bloß nicht, dass ich vergessen habe, was du mir angetan hast. Darum geht's jetzt nicht, wir wollen diesen Toten befragen. Ja, und du wolltest das mit deinem... Ich bin gespannt. Du hast von der anderen Seite irgendwie sich jemand gegen die Wand lehnt. Knarzende des Holzes. Mhm. Wenn Mora irgendwie nochmal hereinschaut, die war ja noch irgendwie da, ne? Sieht sie dann Elena, wie sie das gegen die Wand gelehnt ist. Ja, Stanio wird sehen, dass ich von innen an der Sakristei eine Wand lehne. Mora ist auf dem Weg zu Elenas Haus, um zu schauen, ob dort Fenja ist irgendwo, ob sie auftaucht. Ja, die Tür wird, also die Schmiede findest du ziemlich schnell. Die Schmiede ist leer. Das anstehende Haus ist wahrscheinlich zugeschlossen. Ja, da gibt es ja noch Jette, die wird da sein. Die Frau des Schmieds. Die ist da und macht die auf. Gute Frau. Habt ihr Fenja gesehen? Schon eine Weile nicht. Ihre Mutter sucht nach ihr. Ich sollte nach ihr fragen, ob sie zu Hause angekommen ist. Ja, hier war sie schon eine Weile nicht. Gut, hab Dank. Das letzte Mal war sie unterwegs mit ihrer Freundin, dieser merkwürdigen, weißhaarigen, der Verrückten. Wo wohnt sie noch gleich? Beim Bauern. Und sie zeigt so in die Richtung? Ja. Vielleicht ist sie dort. Macht euch keine Sorgen. Ich werde sie finden. Ist sie verschwunden? Nein, sie ist nur noch nicht vom Spielen zurück und sie sollte eigentlich Eintopf essen bei Osko. Aber... Es gibt Eintopf bei Osko? Ich glaube nicht mehr genug. Oh, wie schade. Dafür hätte ich glatt meine letzten Kupferstücke aufgebraucht. Und wie aus einem Reflex zieht Mora aus der Tasche noch ein Kupferstück. Ja, ihre Augen hellen sich auf. Ach, das ist doch nicht nötig. Für den Eintopf. Für morgen. Dann hat sicher Osko auch wieder einen Topf voll gemacht. Hat er das gesagt? Ihr kennt ihn doch.
Er kocht immer ein bisschen mehr. Hm. Und natürlich, dass ich euch gestört habe. Ich guter denke, Junge, nicht wahr? Der Beste von uns, der Beste. Ja. Und noch unverheiratet. Mora rollt mit den Augen und muss breit lächeln. Er wird sicherlich bald jemanden finden. Bin mir sicher. Hoffentlich schneller als die Herrin. Also, Elena. Mora will kurz einen Kommentar dazu abgeben, verkneift es sich dann aber. Nimmt die Hand der alten Frau und legt ihr das Kupferstück hinein. Ihr junges hinein. Zeug habt echt keinen Sitten mehr. Seit dieses Land eingenommen wurde, macht jeder so, wie er Leute lustig ist. Ach, Ivo. Ich denke gerade, Elena hat da ein Auge drauf. Elena, ein Auge. Auf wen? Auf Osko. Nein, aber ich meine... Ist ein bisschen jung für sie, oder? Sie verbringt im Moment viel Zeit mit einem anderen Herren, meint ihr nicht? Quasi wie eine zweite Natur. Rennt sie nicht jeden Morgen mit diesem... Wie heißt der Ältere nochmal? Nein. Ach, nein. Nicht? Nein. Da läuft über... So wie... Nein. Seid ihr sicher? Ganz sicher. Meine, wenn ihr sicher schimpfen hören würdet, wie Alter. Sie über ihn herzieht und nein, das kann nicht sein. Und ja. Wenn, ist sie ziemlich dumm. Das könnte aber auch ein Zeichen sein. Aber gut, das habt ihr natürlich nicht von mir gehört. Außerdem ist er auch viel zu alt. Eher so in meinem Alter. Mein ganz stattlich ist er ja noch. Da tut ihr euch Unrecht. Ihr seid doch keine 30? Und sie zwinkert. Steck dir das Kupferstück zu. Danke. Ach, Ivo. Und ihr legt es ihr wieder in die Hand. Für morgen, für den Eintopf. Und einen schönen Abend noch. Habt tausend Dank. Und sie tippt sich nochmal an ihren Hut, der sie jetzt noch tiefer ins Gesicht zieht. Und den Mantel um den Hals ein wenig enger, weil es so schüttet. Und tappt dann wieder durch den Regen. Zum Bauershaus, wo Xamanda wohnen soll. Ja, das ist ein relativ eingefallenes Haus. Also da das Haus ist lange nicht mehr richtig hergerichtet worden, aber das trifft auf viele Häuser hier zu. Und der Zaun hat auch schon bessere Tage gesehen. Auffällig ist der Hund, der irgendwie hinter dem Zaun hin und her läuft und sich mit lautem Gekläffe mehr bemerkbar macht, als du näher kommst. Sie beobachtet den Hund und schaut, ob der beißen würde. Er ist mit einem Seil angekettet, einem dicken Tau, in einem Pfahl festgemacht. Sein durchnässtes Fell hängt ihm ein bisschen herunter. Es riecht nach Schlamm und Moos hier. Du siehst doch noch, du bist an den Feldern, an dem einen Feld vorbeigelaufen, das dem Bauer gehört, wo das Vieh immer drauf ist. Das Vieh sieht sehr karge und ausgemergelt aus. Sie geht hinter den Zaun und behält den Hund im Blick. Wenig mitleidig guckt sie auf den armen Tropf. Kläfft. Und knurrt dich an. Eine Hand wandert unter den Mantel, aber sie tut nichts und geht weiter auf die Haustür zu. Ja, es wird ein Licht angemacht, als du näher kommst und die Tür geht auf, bevor du klopfen kannst und der Bauersmann tritt irgendwie heraus. Nur so spät noch Besuch. Die dunkle Mutter zum Gruße. Zum Gruße. Ich suche Xamanda. Ah, das tue ich auch. Wie meint ihr das? Na, sie ist zum Essen nicht hier gekommen. Ich dachte, sie ist bestimmt noch bei der Schmiedin. Nun, ich suche auch Fenja.
Ich hatte vermutet, dass die beiden hier spielen. Nein, sie sind den ganzen Nachmittag nicht hier gewesen. Dann schaue ich mal bei Osko. Sie haben sich bestimmt dort untergestellt. Bei dem Regen besser. Sag ihr, sie hat das Essen verpasst. Werde ich. Macht euch keine Sorgen. Tür geknarzend hinter ihm wieder zu. Sie tippt sich noch einmal in den Hut und... geht am Hund vorbei. Und ihre Miene wird trüber. Wo? Und sie blickt die Straße auf und ab. Und versucht sich dran zu erinnern, wo dieser Karren hingefahren ist. Vielleicht hatte Osko ja recht. Osko war dem Karren hinterher, nicht wahr? Oder wo war der? Ich wollte mich an der Stelle umschauen, wo der Karren gestanden hat und wo die Leiche im Schlamm lag. Schaust nach Spuren? Ja, ich gehe dann durch die Gassen mit einer Kapuze auf dem Kopf dahin. Eine Traube Menschen gestanden. Unzählige Fußspuren hier. Ist Osko bewandert im Pferdenlesen? Geringfügig. Ich würde so viele Leute, wie hier durch den Schlamm gestapft sind, findest dutzende Spuren. Ich würde dann etwas abseits von der Traube, die Traube hat sich, denke ich, doch auch in Richtung des Tempels aufgemacht, oder sind sie alle in Richtung? In alle möglichen Richtungen, weil die Priesterin hat ihnen ja gesagt, dass sie sich trollen sollen, nach Hause gehen sollen. Würde ich ein paar Schritt Abstand nach, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, nach kleineren Füßen schauen, nach einer kleineren Fußspur, die sich entweder hinbewegt oder wegbewegt hat. Wenn ich nichts finde. Bitte. Findest mehrere, ja, wie gesagt, die ganze, mehrere Dutzend Fußspuren in verschiedenste Richtungen. Der Schlamm ist hier ziemlich breit getreten. Aber kriegt jetzt richtig kleine Füße, findest du so nah hier an der Straße nicht. Nachdem ich dann mein Unterfangen aufgegeben habe, hocke ich mich ganz kurz auf den Boden und gehe mir übers Kinn und überlege einen kurzen Moment. Dann würde ich in Richtung... Dann fällt dir der Vogel auf, der auf dem Dach landet. Schau den Vogel an. Wo kommst du denn her? Schwarzer Krähe oder Rabe. Das bei dem Regen. Hüpft von der Brüstung. Sein Flachdach. Kleiner Mann. Hast du gesehen, was hier geschehen ist? Er ist nach hinten auf das Flachdach gesprungen. Du kannst natürlich hochklettern zu dem Vogel hin. Das sage ich dann mehr ins Nichts hinaus. Dann würde ich noch einmal in Richtung des Wagens schauen, oder in die der Wagen verschwunden ist. Die Straße runter, die Spuren des Karrens kannst du gut verfolgen. Dann würde ich langsam Schrittes diesen Spuren folgen und dann doch nochmal nach hinten schauen, ob der Rabe noch dort ist. Der fliegt jetzt kurz über deinen Kopf hinweg und landet auf einem großen Scheunendach, wo die Spur auch hinfährt. Gut. Dann hörst du es ganz kurz. Die Gestalt, die vor der Scheune steht. Kenne ich die alte Frau? Ja, du kennst sie. Die Scheune ist ja quer gegenüber von deinem Laden. Du kennst sie. Das ist die alte Skamunde. Großmütterchen Skamunde. Was macht ihr so hier draußen bei dem Regen? Ich passe auf, dass niemand in die Scheune geht. Warum? Weil ich dafür bezahlt worden bin.
Bezahlt? Mhm. Tja. Aber warum denn? Am ehrenwerten Herrn Tucher. Herr Tucher. Seid mir eine Goldmünze dafür gegeben. Oh, dann muss es wohl wichtig sein. Aber ist euch nicht kalt, Mütterchen? Oh, noch nicht, aber wahrscheinlich gleich. Hm. Ich will euch ehrlich sein. Ich möchte euch nicht hier gerne so draußen stehen sehen. Wollt ihr denn immerhin etwas trinken? Soll ich irgendwie etwas vorbeibringen? In den Sinn. Grog. Einen Grog? So können wir machen. Für umsonst. Für umsonst. Nichts für umsonst. Gerade ein Grog. Kupfer bräuchte dafür schon mindestens eine Frau. Eigentlich sogar zwei. Aber wenn ihr es seid, wir sind gute Nachbarn. Na gut. Kupfer kann ich gerade noch so entbehren. Ich strecke die Hand aus. Vier Enkel. Ich alle durchbringen. Bosco weiß, dass sie keine Enkel hat. Und ihr habt eine Goldmünze bekommen. Stellt euch nicht so an. Woher wisst ihr das? Ihr habt es mir gesagt. Hab ich? Ihr werdet alt. Also das ist ziemlich alt. Ungehobelt von euch. Aber die Wahrheit. Ein Kupfer. Aber ungehobelt. Ein Kupfer. Noch nicht alt. Nee, ich jetzt gebe ich nur noch einen halben Kupfer. Ich nicke im Kopf. Na, so nicht. Grog ist teuer. Wie macht man eigentlich eine halbe Kupfermünze? Das ist eine Frage für einen anderen Tag. Nun kommt schon, drückt euch nicht so. Ein Kupfer. Und ich werde ihn auch extra heiß für euch machen. Na das gut. Feuer ist noch, das Feuer ist noch faszinierend. Heißer Grog. Es wird heißer Grog sein. Aber wie gesagt, alte Frau, stellt euch doch nicht hier mitten in den Regen. Geht doch zumindest an die Ecke dort. So, das ist vielleicht überdacht. Ich glaube, dann kann man dann genauso gut das Dach beobachten, richtig. Ja, genau. Was gehört von oben? Kra, kra, kra. Und der Vogel auf dem Nachbardach landet. Hm. Dieser Vogel. Wie gesagt, ihr setzt euch einfach dorthin oder stellt euch dorthin. Ja, fürchterlich, dieser Vogel. Der ist schon den ganzen Tag, fliegt hier mehr um den Block herum. Er ist mir vorhin erst aufgefallen. Es ist ein schwarzer, rabenartiger Vogel. Vielleicht ein Rabe. Ja, ein Bote der Tagunitot vielleicht. Womöglich. Das könnte sein. Nun, wenn die dunkle Mutter hier ist, dann wird sich das ja schon bald aufklären, was da geschehen ist. Was ist geschehen? Wo ist was geschehen? Oh, habt ihr es gar nicht mitbekommen? Was habe ich mitgebracht? Habt ihr nicht den Schrei gehört? Der Vogel hat geschrien. Nein. Dort hinten ist ein Verbrechen geschehen. Hier in Neu-Ogrenbach. Und ich gehe einen Schritt näher. Ja, tatsächlich. Traut sich denn hier ein Verbrechen? Wer ist jemand bestohlen worden? Nein. Jemand ist zu Tode gekommen. So. Also. Passiert. Ja. Dennoch. Deswegen, die ganze Straße hat es gehört. Vielleicht. Na. Ich bin wieder ungehobelt. Verzeiht. Ich hole euch euren Grog. Macht das. Wartet hier. Macht keine Dummheiten. Bleibt bitte unter dem Vordach. Hendrik hört von vorne lautes Gerede. Das ist die Chance, jetzt schnell durch das Dach zu kommen. Absolut. Das nutze ich aus. Kriech durch das Dach und schau erst mal nach unten. So viel Zeit muss sein. Ich muss wissen, auf was ich mich einlasse. Dachgebälk und ein mit Stroh bedecktes, ja, eine Strohlagerstadt in der oberen Etage. Du kannst dich da gut herunterlassen an den Dachbalken. Perfekt. Das mache ich. Unten siehst du den Karren stehen. Das Pferd ist abgespannt und seinen Kopf tief in einer Pferdetränke vergraben gerade. Langsam laufe ich am Pferd vorbei, nicht zu nah, um es nicht zu erschrecken. Ruhig, alles gut, ruhig. Oh.
tätschelst sanft. Dann gehe ich zum Wagen. Schau ihn mir an. Und jetzt erst, nicht wirklich jetzt erst, aber jetzt wird mir mal wieder sehr bewusst, dass diese blöde Schmiedin mir mein Messer nicht zurückgegeben hat. Ich schaue in den Wagen. Knüpfst das Verdeck des Wagens hinten auf und kurz stockt Jandriks Atem. Dort liegen 3 Körper. Klein, agil, kleine Hände, dünn, eng geschlagen in dunkles Tuch, fast schon eingewickelt. Mir stockt der Atem. Ich halte inne, schau auf dieses dunkle Tuch, auf diese Körper. Ein kurzes, stummes Gebet. Boren, sei mit mir, sei mit ihnen. Dann gehe ich näher, schlage eins der Tücher auf. Als du dich näherst, bemerkst du, als du das Gebet sprichst, dass sich das Tuch bewegt, langsam. Dann vernimmst du leise Atemzüge, ganz flach, aber dann war da. Legst das Tuch beiseite und förderst ein Gesicht zutage. Ein kleines, rundliches Gesicht mit blondem, langem Haar, großen Augen, spitzen Ohr. Meine Augen werden wieder groß. Eine kleine Elfe. Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommst du hierher, Kent? Sie ist nicht bei Bewusstsein. Ach so. Dann überlege ich. Da waren noch 2 weitere Körper, hatte ich das richtig verstanden? Mhm. Auch die decke ich auf. Das sind die Körper 2 Menschen, Mädchen. Eine kommt dir bekannt vor. Die kenne ich. Keine kommen dir bekannt vor. Nein, kennst sie nicht. Also ich kenne sie nicht, okay. 2, 3 kleine Mädchen auf einem Karren, eingewickelt in schwarzes Tuch. 2 Menschen, eine Elfe. Wenn da nicht jemand irgendwas Finsteres im Schilde führt. Kurz denke ich nach. Wie schwer sind die Kinder? Sind halt sehr mager und leichtes. Gibt's hier Seile? Also kannst du jetzt wahrscheinlich nicht alle tragen gleichzeitig. Also das ist mir klar. Nicht. Aber eins Seile gibt's. Seile kannst du hier finden, ja. Dann mache ich schnell und versuche dabei immer noch leise zu sein. Horche immer mit einem Ohr auf das Gespräch da draußen, ob die Frau mich hört. Scheint gar nicht mehr da zu sein. Zumindest hörst du sie nicht. Besser. Dann nehme ich als erstes das Elfenkind. Binde sie fest, nehme sie aber quasi an mich und kletter hoch. Mhm. Wenn ich mit ihr oben bin, wenn ich das richtig verstanden habe, ist unter dem Dach nochmal so eine Stelle, wo man... Heuboden, ja. So ein Heuboden, da lege ich sie ab. Dann lege ich das Seil oben um einen Balken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es hier brauchen wird, aber ich lasse es auf der einen Seite runter, sodass es quasi oben festgebunden ist. Und nein, dass ich es an mir habe auf der einen Seite und die andere Seite ich theoretisch wo fest
binden oder an jemand festbinden könnte. Dann gehe ich wieder runter. Vielleicht brauche ich das Seil ja gar nicht und will die zwei anderen nach oben bringen. Ich würde gerne noch weiter in den Wagen gucken, aber das, die Leben der Kinder sind mir wichtiger. Ich kann es nicht riskieren. Also bringe ich sie hoch. Es wird eine Zeit lang dauern. Währenddessen im Tempel hört Elena hinter der Tür nicht mehr das Gezeter der beiden Frauen, sondern einen merkwürdigen Singsang, der angefangen hat in einer uralten, tiefen Stimme, eine uralte Sprache, tiefe Stimme, so tief, dass du sie den beiden Frauen gar nicht zugetraut hättest. Aber Elena hat in ihrem Leben schon ganz andere Dinge wahrgenommen und gehört und gesehen. Was da hinter der Tür gerade abgeht, kann sie sich aber gerade auch nicht ausmalen. Nee. Die steht da draußen steif, die Arme verschränkt. Und das große Fenster mit der Abbildung der dunklen Mutter, fast schon beobachtend scheint dieses Fensterbild auf dich herabzusehen. Ja. Elena wird von hinten plötzlich eine Hand sich auf ihren Mund legen, spüren, welche ganz, ganz fest zupackt, damit sie keinen Laut vorgeben kann. Und ein Zischen des Ich bin's. Und das Tadio wird die Hand vor Ledas Mund nehmen. Nie wieder. Nie wieder. Deine Tochter ist weg. Was? Deine Tochter ist weg. Dann. Ich stürme raus. Und bleib dann an der Tür stehen. Schau zu Astanio. Da kommst du mit. Wird dir hinterher gehen. Wie sie ist weg. Unter dem Wagen haben wir ihr Schwert gefunden. Oh nein. Wisst ihr, wo der Wagen hin ist? Osko sucht gerade nach Spuren ab. Und Mora sucht gerade nach deiner Tochter. Und? Elena, wir haben ein Riesenproblem. Die werden gleich herausfinden. Wir vermuten, dass deine Tochter dafür zuständig war. Und das Tanja zeigt auf den Tempel. Kann sie nicht, weil ich hab den. Also, sie zeigt halt so, ich hab ihn noch. Keine Ahnung. Weißt du wirklich, ob sie nicht noch einen zweiten dabei hatte? Dann lass uns Mora suchen. Unter diesen Karren. Mora ist erstmal in Richtung zu dir gegangen. Wir müssen uns beeilen. Wenn es wirklich deine Tochter war, dann ist hier gleich ein Riesenproblem. Ja, lass uns nach zu mir gehen und ja, ich stapfe los zum Haus neben der Schmiede. Sind da noch irgendwelche Leute draußen oder sind wir quasi gerade alleine auf dem... So doll regnet, wird sich hier kaum einer aufhalten. Irgendwann lasse ich dann, wenn ich halt merke, gehe an die Häuserwand und würde da den schwarzen Dolch einfach aus meiner Tasche in den Schlamm fallen lassen und in den Schlamm treten. Das aus dem Tuch rausfallen lassen, in den Schlamm fallen lassen. Ich will nicht, dass der bei mir gefunden wird und gehen dann nach Hause, klopfe, betrete die das Haus. Bist du ja? Guten Abend. Hast du meine Tochter gesehen? Du bist schon die zweite, die fragt. Nein. Okay, Osko, ich drehe mich auf dem... Ich. Was? Hat Mora gesagt, bei Osko. Ja, gut. Ich drehe mich auf dem Absatz rum, mache mich zu Osko auf. Wieso sollte sie bei
Osko sein. Lass uns... Entschuldigt, habt ihr die junge Händlerin gesehen? Ja, die war eben hier. Was macht ihr denn hier, Astanio? Nun, ich habe etwas zu tun. Ich suche die junge Händlerin. Sie schuldet mir noch etwas. Die war vorhin hier, ist zu den Bauersleuten hinüber. Ah, sehr gut. Dann werde ich mich gleich dahin begeben. Vielen Dank euch. Astanio wird Elenas Hand packen und sie mit dorthin ziehen. So. Wohin denn jetzt? Dahin noch eher zu Osko, oder? Warum sollte sie bei Osko sein? Osko sucht nach dem Wagen. Ja, dann. Ja. Steh mir bei. Gut. Und ich folge dir. Lass mich so ein bisschen, fast musst du so ein bisschen mitschleifen, aber dann, wenn du sie einmal anziehst, rennt sie auch los und zieht dich dann mit. Ja, was denn? Bist du außer Übung oder was? Wir wissen, dass meine alten Knochen immer wieder mit dir mitmachen. Ja? Ja, toll. Geh vor. Ja, und ich laufe tatsächlich, fange an, durch den Schlamm zu platschen, rüber zum Haus, halte dabei auch Augen auf, ob ich Mora irgendwo schon sehe oder Osko. Astanio oder vielleicht auch unseren Freund Jandrik. Astanio wird dir hinterherrennen und was man von außen beobachten könnte, wenn jemand auf der Straße wäre. Er hat die ganze Zeit immer noch so sein Schwert in der Hand und wird das gekonnt und wie nie verlernt in der Hand wirbeln lassen, während er vorbeiläuft. Elena hat gerade einen ganz anderen Fokus, die kriegt das nicht mit. Sie hat auch ihr Schwert nicht gezogen. Sehe ich denn Mora, die da noch über den Platz geht, oder? Die kommt vielleicht so gerade wieder. Ja, Mora war ja auf dem Weg, den Pfad zu folgen, dem Karren hinterher, jedenfalls die Richtung, die sie vermutet hat. Dann kommst du dem wahrscheinlich gerade entgegen, ja, wenn du dahin zurückgehst, ja. Mora, hast du sie gefunden? Nein. Sie ist noch nicht bei Xamander. Ja, okay. Dann lass uns diesen Karren finden. Sie zeigt dann auch in die Richtung. Dann nichts wie hin und ich laufe los in die Richtung, die sie gezeigt hat, Richtung der Scheune bei. Tade wird einmal. Osko. Und einmal Kehrtwende machen und wieder Elena hinterherrennen. Elena wird auch halt kurz angehalten und dann sich gedreht und auch losgelaufen sein, dass der Schlamm spritzt. Und dann zur Scheune. Ja, ihr werdet die Spuren von dem Karren sehen, die zur Scheune führen. Und gerade als ihr in die Straße herunterkommt, seht ihr Osko mit einem Becher mit dampfender Flüssigkeit und die alte Frau vor der Scheune, weg vor der Scheune stehen, miteinander reden. Ja, danke schön, lieber Osko. Die dunkle Mutter segne dich. Ja. So, danke. So nett. Nicht dafür. Immerhin habt ihr mich auch bezahlt dafür. Ja, hier bitte. Ja, und ich, ein Wucherpreis. Einen ganzen Kupfer. Ja. Wenn ihr mir verratet, wie ihr meinen halben geben könnt, dann macht das beim nächsten Mal. Ja. Kann ich zaubern oder was? Nein. Deswegen, wenn ihr eine Möglichkeit dafür findet, dann mach ich beim nächsten Mal einen halben Kupfer daraus. Hm. Aber nun jetzt... Er trinkt ruhig erstmal. Oh, der tut gut. Ja, sehr gut. Nicht so schnell, sonst verbrennt ihr euch. Aber was ist das für ein Kerl, dieser Tucher? Ich meine, klar, er hat euch bezahlt, aber... Ein ehrenwerter Händler. Stellt seinen Karren immer, wenn er hier ist, so hier unter. Halt gut. Ein ganzes Silberstück. Ich nicke. Ein Silber. Nicht schlecht. Aber dass ihr euch hier in so einem Regen stehen lässt, warum passt ihr nicht selber auf? Oder
Wo ist er überhaupt hin? Wenn das so der wichtig ist, was im Wagen eine ist. Aussage machen beim Tempel. Eine Aussage machen beim Tempel? Mhm. Sein Freund ist irgendwas ist? Passiert mit dem. Ich dachte, er hätte nichts davon mitbekommen. Und was? Ich verstehe, als Mütterchen. Er ist im Tempel. Von dem Toten. Meint ihr, das ist dasselbe? Denke ich. Das wäre ein Zufall, oder? Ja, dann ist er nicht so schlimm. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Nun gut, wenn ihr noch etwas braucht, ich gehe dann wieder zurück in meinen Laden. Wahrscheinlich wird es dem Tucher gut tun. Womöglich. Naja. So, jetzt Mütterchen. Dann passt auf euch auf und bleibt nicht zu lange im Regen. Auch mit dem Grog. Ich habe mich ja jetzt hier untergestellt. Ja, klugerweise. Und ich schaue da nochmal nach oben in Richtung des anderen Flachdaches gegenüber von der Straßenseite, ob immer noch der Rabe dort sitzt. Ja. Schaue dann in seine Richtung, so nicke ganz kurz den Kopf, also neige ganz kurz den Kopf und dann würde ich zu meinem Laden gehen, um nicht aufzufallen, soweit. Wie gesagt, gerade kommen Astanio, Elena und Mora dann die Straße herunter. Ich glaub, Elena wird langsamer, als wir uns die der Scheune nähern. Osko? Ja. Hast du die Kinder gesehen? Noch mehr Leute, die bei diesem Wetter draußen sind. Kommt, stellt euch hier unter. Hier, hier. Ja, nein, es geht schon. Kostet nur 2 Kupfer für einen Schluck. Alles gut. Ich brauche keinen Grog, gerade nicht. Der ist aber gut. Habt ihr vielleicht... Ich kenne Grog, aber länger keinen mehr getrunken. Habt ihr zufällig meine Tochter gesehen? Welche war nochmal deine? Die kleine, ich zeig mal die Größe mit den Locken und immer das Schwert an der Seite. Fenja. Sie ist oft mit Xamanda zusammen unterwegs. Die habe ich heute gesehen. Ja, die war hier bei Osko im Laden. Ja. Kam raus mit so einem großen Bündel mit irgendwas drin. Wer jetzt? Ja, Fenja. Das, ja, kann sein, dass es das Brot war, oder Osko? Ja. Das Brot, Wir haben heute Brot gebacken. Stimmt, das Brot. Ist gut. Gibt's davon noch was? Leider nein, es tut mir wirklich leid, sonst hätte ich euch noch was mitgebracht. Ich hätte auch einen halben Kupfer dafür bezahlt. Wieder der halbe Kupfer. Verdammt. Ja, dann lass uns, wo können wir denn noch gucken? Lass uns mal aus dem Regen raus. Osko, können wir zu dir? Ja, klar, kommt einfach mit. Ja, dann drehe mich zu einem vorne um ein gutes Gelingen oder wie auch immer im Regen. Ja, werdet bloß nicht krank. Ich werde garantiert krank und werde ganz elendlich an Husten und Einsamkeit sterben. Sagt der Guerrero, ich möchte auf keinen Fall Feldarbeiterin werden, wenn ich wiederbelebt werde. Ich hasse Feldarbeit. Ich werde es anbringen. Kriegen wir hin. Ja, ich schließe wieder die Tür auf. Lass euch rein. Hast du den Karren gefunden? Die Spuren führen da zur Scheune. Aber sie wurde von dem Händler bezahlt. Dem Händler? Dem Tucher? Genau, dem Tucher. Sie hatte erwähnt, dass er auf dem Weg zum Tempel ist. Aber stimmt, ich bin an ihm vorbei. Das, wo du es sagst. Wer bezahlt die alte Vettel? Ein Gold. Ein Gold, okay. Wo ist eigentlich unser Freund, unser Neuer? Hat ihn irgendjemand noch mal gesehen? Nein, keine Ahnung. Vermutlich ist der abgehauen. Das glaube ich nicht. Ich meine, immer hat es schon einmal versucht.
Eben. Und ist einmal gescheitert. Ja, richtig. Warum soll das nicht ein zweites Mal versuchen? Um ein zweites Mal zu scheitern. Ich hoffe, dass der Baum erfolgreich war. Also ich glaube diesmal rennt er nicht einfach in den Wald und blinkt links. So viel Intelligenz konnten wir ihm, glaube ich, zusprechen. Das ist richtig. Aber er weiß nicht, was hier sonst noch so in der Gegend passiert. Wir müssen in diese Scheune rein. Die hat auch zwei Tore, oder? Vorne und hinten. Und wie kommen wir an der alten Vettel vorbei? Wir gehen hinten rum. Hast du noch etwas Grog? Klar. Dann habe ich eine Idee. Dann lass uns die alte Vettel. Ich kümmere mich um sie. Spaß, ne? Okay. Ihr schaut mal, wie ihr da hinten reinkommt. Ja, nicht deinen, oder? Nicht deiner. Ich trinke nichts. Eben, ich auch nicht, gerade nicht. Also dann, bin schon wieder auf den Sprung und gehe schon wieder raus. Ich lasse mir von Oskar den Krug, einen ganzen Krug Grog geben und noch zwei Becher. Wollen wir mal schauen, wie trinkfest sie ist. Mora, warte einmal. Und Astalio wird seine Hände auf die beiden Krüge legen. Und Mora wird merken, dass der Krog plötzlich sehr, sehr, sehr warm wird. Ungläubig schaut sie von den beiden jetzt dampfenden Bechern empor. Zu dir. Guckt eher grimmig und nickt kurz. Für ein kurzes Dankeschön. Astalium grinst sie schief an und wird sich auf den Weg machen, einen Weg hinter die Scheune zu finden. Lena steht draußen, Tippel. Astalium, kommst du da lang? Ja, ist ja gut. Keine unnötige Hektik. Mora atmet einmal tief ein und aus und dann schlägt sie die Augen auf und hat ein ganz entspanntes, breites Lächeln auf ihrem Gesicht und tritt nach draußen in den Regen mit schnellen Schritten der alten Dame entgegen und reicht ihr quasi, kaum dass sie angekommen ist, der alten Dame noch einen Becher mit dampfendem Grog. Ich dachte, das ist aber voll nett, Fräulein Wallrand. Ja. Ich meine, sonst werdet ihr noch krank, oder? Und ich proste ihr zu. Grog hilft. Natürlich, gegen alles. Grog hilft gegen alles, ja. Trinkt noch was, sonst erkältet ihr euch. Ich leiste euch ein wenig Gesellschaft. Ihr wollt mich nicht betrogen machen, damit ich irgendwann euren Karren in meinen Schuppen stelle, für umsonst, wie ihr das immer sagt. Ja, ich dachte mir, wir könnten einmal ein wenig über Konditionen verhandeln. Ich meine. Nicht umsonst. Natürlich. Ich habe vier nicht. Enkel, die ich durchbringen muss. Vier Stück? Ja. Und 12 Urenkel. Oh nein. Das ist ja eine ganze Horde. Ja, die passen fast nicht mehr in die Scheune. Kein Problem. Ich zahle. Ich zahle für meinen Karren und. Das Pferd habe ich nicht mehr. Also, ich zahle gut für diesen Karren, dass er untergestellt wird. Ja, ohne Pferd kostet auch nur die Hälfte. Das ist gut, aber eure Scheune ist doch gar nicht so groß. Wie soll der Karren denn da reinpassen? Na, wenn der andere wieder raus ist. Passt er nicht daneben? Ich glaube nicht, nee. Nun. Außerdem hat Tucher das exklusiv die Scheune gemietet. Einen ganzen Silbergroschen. Einen ganzen Silbergroschen. Aber ich meine, was ist mehr als ein Silbergroschen? Zwei Silbergroschen. Goldukate. Na. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben, oder? Habe ich gesagt Silbergroschen. Ich meinte Goldukate. Das ist aber ziemlich teuer dafür, dass sie... Er hat ja auch gut bezahlt. Dann scheint es ihm sehr wichtig zu sein, dass sie hier gut aufpasst. Darauf trinken wir nochmal einen, oder? Mhm. Hilft gegen alles. Genau. Hört ihr das? Was? Das Geräusch, das ist schon... Das ist... Wenn... Also... Das ist bestimmt das Pferd. Ich meine, je nachdem, was man dem zu fressen gibt.
Drecksgaul. Ach, Ivo. Ich meine, das beste Pferd hatte er immer noch mir verkauft damals. Meint ihr, er verkauft das Pferd? Ich würde es nicht kaufen. Nicht? Ich mag keine Pferde. Pferde machen nur Arbeit. Ja, natürlich. Aber gut. Auch die Tote sind viel besser für solche Arbeiten. Die müssen nichts essen. Die müssen nichts trinken. Und die machen auch wirklich das, was man will. Man braucht aber sehr viele dafür, einen Karren zu ziehen, habe ich mir sagen lassen. Und manchmal geraten sie unter die Räder und dann... Ach, Schweinerei. Ah, ihr kennt euch damit aus. Man probiert alles, wenn man so rumkommt. Wo komme ich an welche ran? Ich muss ein paar Ausbesserungsarbeiten am Dach machen. Ich komme da oben nicht mehr hin. Ja, also, wenn ich bald nochmal unterwegs bin, kann ich ja ein Auge offen halten. Ich würde auch ein bisschen was Grog springen lassen. Ich meine, den hier, darauf trinken wir noch ein. Ja, das trinken wir noch ein. Der ist gut, nicht wahr? Alles. Auch gegen Einsamkeit. Prost. Und sie tätschelt der Alten noch so auf die Schulter und prostet ihr immer wieder zu. Und ja, verwickelt sie in ein sehr nettes, feuchtfröhliches Gespräch. Was Mora aber auf jeden Fall auch hört, sind die Geräusche aus dem Schuppen. Als sie versucht, die Dame noch ein bisschen einen Arm um sie zu legen und noch so ein paar Schritte weiter vom Tor weg. Das Dach ist hier so schmal. Ich glaube, da müsste man eventuell mal ausbessern lassen. Kommt doch hier hin, da tropft es nicht so sehr. Ja, hilft gegen alles. Prost. Vielleicht setzt ihr euch hier. Ihr habt doch bestimmt irgendwo... Nein, nicht in den Schlamm. Nein, furchtbar. Hier irgendwo muss doch... Habt ihr nicht hier irgendwo noch einen Hocker oder etwas? Im Stall. Ich gehe mal kurz holen. Warte. Nein. Kommt doch hier hin. Ich meine... Oder wollen wir nicht schauen bei Osko? Der hat doch bestimmt noch ein wenig... Ich muss bleiben. Ich muss das Tor beobachten. Nicht, dass da jemand reinläuft. Für diesen einen Moment... Ich denke, das wird dem guten Tucher nicht auffallen. Ja, zu Osko zum Grog. Ich weiß, wo er den besten hat. Oben auf dem Regal. Ja auch. Kommt mit. Wir schauen mal. Ich habe da noch einen. Aber schnell. Ja, zieht dich hinter sich her. Natürlich. Und, auf der anderen Seite der Scheune sind Elena und Astanio nun angekommen. Hört auch die Geräusche von drin. Irgendjemand wuchtet irgendetwas Schweres. Astanio wird sein Schwert bereithalten. Wird zu Elena gucken. Auf drei machen wir die Tür auf. Wir müssen erst noch das Schloss knacken, aber ja, ich guck mal. Ist da ein Schloss vor? Schloss und Kette. Aber sie greift in ihre Tasche so hin. Welcher ist es? Es schaut ein Schlüsselring raus. Und Moment, das war doch... der müsste auch passen und fürchtelt dann ein bisschen mit dem falschen, mit einem nicht ganz passenden Schlüssel vielleicht, aber mit einem Schlüssel, weil das kennt das Schloss, das ist auch geschmiedet von ihr und macht das Schloss dann, versucht es möglichst leise aufzumachen. Leise gelingt es nicht, aber das Schloss geht auf jeden Fall auf. Das Klackern der Kette hört Jandrik drinnen. Als er gerade das letzte Bündel nach oben hieft. Dann halte ich kurz inne, höre auf das Klacken, hebe das Kind nach oben und ziehe mich selbst hoch. Dann verharre ich, warte dort oben im Stroh. Derzeit würde Astanio nun die Tür aufreißen, mit dem Schwert hineinstürmen und sich hektisch umschauen, ob hier irgendwer ist. Stehst du vor dem Pferd? Was sich jetzt komisch anguckt. Elena kommt und zieht hinter sich die Tür zu. Ist gut. Röder Ackergaul. Hey. Ich würde dann mich umgucken. Ich lass dich von Osko persönlich zu Wurst verarbeiten. Ich mein's. Der hat doch dir nichts getan. Ich tätzle das Pferd nochmal und gehe dann zum Karren rüber, schau mich auch in der Scheune um.
Das hat mittlerweile auch mein Schwert gezogen. Ein kleiner Stein trifft Astanio am Kopf. Oh. Und Astanio wird sich aus der Richtung, wo der Stein herkam, wird sich hindrehen. Ah, der Störenfried. Na, ich bin sicherlich gut oben versteckt im Stroh. Ach so, okay. Alles in Ordnung? Schaust nach oben, wo der Stein anscheinend herkommt, aber da ist nur Stroh. Irgendwas hat mich am Kopf getroffen. Okay. Es gibt eine Beule. Ich geh mal zum Karren rüber. Schau mir das an. Plane ist beiseite. Wollt ihr narren, dass das ganze Dorf herausfindet, dass ihr hier hereingekommen seid? Ich zuck zusammen. Schau hoch. Jetzt guckt Tiantrix Kopf nur so ganz knapp aus dem Stroh heraus. Das Haar ist mit Stroh bedeckt. Man sieht nur die stahlblauen Augen und die Nase. Er schaut euch an. Ich habe mir so Mühe gegeben, mich hier hineinzuschleichen und ihr... Meine Tochter ist verschwunden, flüstert Elena dann hoch. Und deswegen stürmst du in jede Scheune, die du finden kannst. Dieser Kerl hat 3 Kinder entführt. Deine Tochter gehört nicht dazu. Bist du dir sicher? Ja. Ich hab sie hier bei mir oben. Oh, Scheiße. Wie kriegen wir die jetzt hier weg? Am besten haut ihr wieder ab. Okay. Sorgt dafür, dass es so aussieht, als wärt ihr gar nicht hier drin gewesen. Krieg ich hin. Und dann brauche ich einen, der mir hilft. Ich lasse die Kinder mit dem Seil herab. Wo? Hinten, an der Tür. Kümmer du dich ums Schloss. Ja. Ich kümmere mich darum, die Kinder abzuholen. Okay. Ja, ich werde auch draußen, Elena wird auch draußen warten. Mach das Tor zu von hinten und Schloss wieder davor, Kette wieder ran. Oh, verdammt. Deine Tochter kommt ganz nach dir, weißt du das? Nein, sie ist ein bisschen schlimmer. Ich tiefe da auf und ab im Schlamm. Du bist einfach nur harmloser geworden in den letzten paar Jahren. Harmlos? Mein Lieber, ich bin nicht harmlos. Alles andere als harmlos. Ich bin alles andere als harmlos. Ich wusste, ihr habt gelernt, mich zurückzuhalten in den ersten 5 Jahren, die ich hier in den Schwarzen Landen war. Glaub mir. Achtung, fliegende Elfe! Von oben wird langsam ein Elfenmädchen an einem Seil heruntergelassen. Astanio wird das Seil entgegennehmen und das kleine Mädchen sozusagen herunterpflücken und wird komplett verdutzt auf die Ohren starren. Was zum Teufel macht eine Elfe hier? Fragst du die Falsche? Das letzte Mal habe ich einen vor 21 Jahren gesehen. Jetzt aufhören zu quatschen und euch beeilen, bitte. Ja, ich würde denn die Elfe übernehmen und sie mir unter den Umhang packen. Ja, so irgendwie Umhang drüber, über die Schulter werfen. Ich glaube, ich kann ich nicht, aber unter den Umhang, über die Arme, Umhang drüber. Lass die nächste runter. Dann lasse ich das nächste Kind hinab. Es dauert eine Weile, aber ihr schafft es, die Kinder runterzuholen. Wo wollt ihr mehr mit hin? Wohin? Zu mir? Das ist das Einfachste, oder? Ja, wir müssen quer über den Platz dafür. Zu dir, Astanio, ist wahrscheinlich am einfachsten. Du wohnst hier auf der Straßenseite. Gut, zu mir. Gut, dann... Kommt mir eins der Kinder eigentlich bekannt vor? Nein. Dann kletter ich auch hinab, schaue noch mal, ob irgendwo dieser vermaledeite Rabe noch sitzt. Er ist weggeflogen. Und dann kletter ich auch runter. Los, weg hier! Das Sanjo wird die Führung übernehmen und zu seinem Haus flitzen.
so schnell ja. das eben mit dem Kind im Arm geht. Ja, Elena folgt ihm. Dort angekommen wird Astania die Tür aufstoßen, das Kind auf das Bett legen, wo heute Morgen noch Jandrik lag, und die beiden den beiden signalisieren, dass es ihm gleich zu tun und die Tür hinter sich wieder verriegeln. Das ist ein wenig zu viel von 0 auf 100. Elena ist auch, als das Kind aufs Bett gelegt hat, danach auch erstmal zusammengesackt im Bett. Ich hätte nie gedacht, dass seine Worte sich derart bewahrheiten würden. Also an neuen Spionagearbeiten, sagt Jandrik, der gerade reinkommt und sein nasses Haar durchschüttelt, müssen wir noch arbeiten. Welche Worte? Welche Worte? Kämpft, ihr Menschen, kämpft. Kämpft darum, dass eure Kinder nicht auf den Altären als Blutopfer der Dämonen enden. Kämpft dafür, dass die Hallen der Zwölfe brennen, nicht brennen wie diese hier. Kämpft dafür, dass sie nicht umsonst gestorben ist, dass ihr Tod nicht umsonst war. Sie starb für euch, für eure Zukunft, für eure Welt. Diese Worte. Und Elena bebt noch nach und atmet schwer. Diese Worte. Stalio wird Elena eine Hand auf die Schulter legen. Elena reagiert nicht, sie ist einfach irgendwie so ein Zug zu weg. Jetzt nicht. Wo ist jetzt meine Tochter? Was ist das mit eurer Tochter? Sie ist auch verschwunden. Ja. Wir sagten eigentlich, die Tochter ist auf dem Karren. Wir fanden ihr Spielzeug zerbrochen. Ja, es ist ja schon es ist schon eine Weile zerbrochen, aber vielleicht. Aber was macht dann das Spielzeug dort? Keine Ahnung. Vielleicht hat er versucht, sie auch zu greifen und sie hat ihn erwischt, erstochen. Die Klinge, ich weiß nicht, woher sie haben könnte, oder. Aber es war auch eine schwarze Dolch, ähnlich wie. Jandrik, hattest du einen zweiten Dolch dabei? Nein. Das heißt, sie kann ihn auf jeden Fall schon mal nicht von ihm haben. Vielleicht hatte. Ist nicht der Werksamant auch mit dabei? Ich weiß nicht, sie ist ja auch nicht da. Was hat es mit diesen Kindern auf sich? Warum entführen die oder transportieren sie bewusstlose Kinder? Ist das hier normal oder? Mir ist es noch nicht untergekommen, aber wie die Worte sagten, wie Smado sagte, das kann alles als Blutopfer bedeuten. Der Dämonen, für die Dämonen, als für Experimente, für. Sagen wir einfach mal, deine schlimmsten Albträume könnten wahr werden, was das angeht. Oder schlimmsten, sind wahrscheinlich allerschlimmsten. Wahr. Ja. Wir können nicht, wir müssen zum Wall, wir können nicht, aber wir können auch. Verstehst du jetzt unsere Lage? Und Astania wird ziemlich resigniert auf Jandrik herunterschauen, warum wir nicht selber aktiv werden konnten. Verstehst du jetzt, warum wir uns wie die Maden verdrückt haben? Und Jandrik schaut Astania mit kalten Augen an. Nein. Jetzt umso weniger.
Hier werden Kinder entführt und wahrscheinlich irgendwelchen Erzdämonen zum Fraß vorgeworfen. Und ihr sitzt hier herum und tut gar nichts. Das muss sich ändern, und zwar sofort. Warum glaubst du denn, dass wir hier sitzen und gar nichts tun, um unsere eigenen Lieben in irgendeiner Weise in Sicherheit zu gewahren? Ich habe eine Tochter, auf sie gebe ich Acht. Die anderen Kinder ebenso. Es ist... Das Man kann seine Augen und Ohren nicht überall haben. Es muss aufhören. Dieser ganze Wahnsinn hier muss aufhören. Dieses ganze verdorbene Land, es muss befreit werden. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und wie hätten wir das anstellen sollen ohne einen Funken Hoffnung? Suizidkommando würde sich das nennen. Und was wäre dann mit den Kindern dann? Jetzt haben wir einen Funken Hoffnung. Wir haben ihn am Wall. Ihr selbst habt es gesagt. Wir können vielleicht nicht all diese Kinder retten, jetzt nicht. Aber wir können zum Wall und wir müssen es so bald wie möglich. Wir können uns nicht weiter aufhalten lassen. Gibt es einen Ort, wo wir diese Kinder unterbringen können? Können Sie zu Jette rüberbringen? Gleich, oder Jette herholen, dass sie hier auf die Kinder aufpasst. Das ist die Frau des alten Schmieds. Ich wohne bei ihr. Wie soll sie die Kinder versorgen? Wie soll das nicht auffallen? Das ist das Problem. Wir können sie nicht mitnehmen. Weder eure Tochter. Todesurteil. Noch diese Kinder. Ja, das wäre ihr Todesurteil. Wenn wir diese Kinder hier lassen und es kommt raus, dass die Kinder vom Wagen sind, dann sind nicht nur die Kinder dran, dann ist auch Jette tot. Und dann sehen wir wahrscheinlich die Kinder und Jette da hinten im Feld arbeiten. Aber ja, klar. Und Astania wird euch beide plötzlich ziemlich wütend anschauen. Was sind schon ein paar Leben im Gegensatz zu der vielen? Einzelne Opfer, um die große Sache zu erfüllen. Und dann nehmen wir sie eben mit. Nein, das wäre... Und was sollen wir sonst tun? Sie hier lassen. Dann haben sie überhaupt keine Chance. Karren hätten wir ja. Wir müssten nur das Pferd klauen. Zu Fuß bräuchten wir ewig mit den Kindern. Tatsächlich fallen wir mit ein paar Kindern, naja, die Elfin nicht mit eingerechnet, aber mit ein paar Kindern vielleicht sogar weniger auf. Meinst du, wir sollen uns als Händler ausgeben, ja? Die große Handelsfamilie. Spielmänner. Ganz genau. Ich kann unterwegs vielleicht es schaffen, ein paar provisorische Instrumente zu basteln. Unterwegs? Wir werden, wenn wir den Karren reisen, brauchen wir anderthalb Tage. Oder zwei, wenn wir halt ja vernünftig nächtigen wollen, um bei Tag am Wall anzukommen. Wir werden die Kinder nicht zum Wall mitnehmen. Wo willst du sie hinbringen? Wir müssen auf dem Weg schauen, was uns unter die... Da ist nichts mehr. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Dörfer gesehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wo ich mich hier befinde, aber da waren nicht nur schlechte Leute. Hier sind auch nicht nur schlechte Leute. Hier können wir sie aber nicht lassen. Ja. Woanders? Vielleicht schon. Dann würde ich vorschlagen, dass wir Jandrek die Führung überlassen. Er soll uns zu eines der Dörfer führen. Wir laden die Kinder dort ab und dann ab zum Wall. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Aber ich würde jetzt gerne gucken gehen, ob ich meine Tochter finde. Tu das. Und wo sind die anderen? Osko ist bei sich. Mora hat die Frau beschäftigt. Die Wache stand. Ich bin dann raus und ich mache die Tür auf und verlasse den Raum, verlasse das Haus von Astanio. Und als du die Tür aufschlägst nach draußen, siehst du eine nasse, kleine Gestalt mit weißen Haaren vor dir stehen.
ist fast in sie reingerannt. Erschreck mich doch nicht so. Hi. Weißt du, wo meine Tochter ist? Wo Fenja ist? Zuckt mit den Schultern. Ich gehe weiter an ihr vorbei. Weißt du, wo der Fremde ist? Ich deute einfach nur stumm über die Schulter. Er ist weggelaufen das letzte Mal, als ich mit ihm geredet habe. Die Lena stockt. Ja, ich habe ihn wieder eingefangen. Er war am Ich war noch nicht fertig Baum. Mit Reden. Ich denke, jetzt wird er nicht weglaufen. Und ich steuere auf das, ich würde, gut, er ist drin, ich bin darüber. Ich würde Richtung dahin gehen, wo der Karren zuletzt stand. Und da halt gucken, da tatsächlich noch ein Haus oder zwei mich da in der Umgebung umgucken wollen. Ob ich irgendwo Spuren finde. Mit der Fahrtrichtung vom Karren, von wo der Karren kam, aus der Richtung irgendwo. Irgendeinen Hinweis, mich irgendeinen Hinweis finde. Siehst auf dem Dach diesen schwarzen Vogel. Ich nicke grüßend. Guten Abend. Gehe aber dann weiter, stapfe durch den Schlamm und auf die Stelle, wo der Wagen stand. Du hast das Gefühl, irgendjemand beobachtet dich von oben. Drehst dich um, schaust wieder nach oben. Da ist einerseits der Vogel, aber das war es nicht. Und dann bemerkst du den Kopf, der sich jetzt ganz schnell wieder nach unten beugt. Das ist eine Gestalt auf dem Dach. Ich mache mich zum Haus rüber und gehe dann, gucke, welches Haus das ist und gehe zum Haus rüber und würde auf das Dach hochgehen wollen. Klimmst die rückwärtsseitige Leiter, die nach oben führt. Siehst dann Tische, Stühle, vollgelaufenen, mit Wasser gefüllten Becher, den Vogel auf der Brüstung, die aufgeweichten Brotkrumen auf dem Boden. Und an der Seite, gegen die Mauer gepresst, in der Hocke, deine Tochter sitzen. Ich renn zu ihr rüber. Oh Kind, Fenja, erschreck mich doch nicht so. Ich gehe auf die Knie, ich fall voll auf die Knie und nimm sie in die Arme. Gott sei Dank, habe ich dich gefunden. Ich krieg Ärger. Warum? Was hast du gemacht? Ich glaube, was Schlimmes habe ich gemacht. Ich wollte nur den Vogel füttern hier. Und? Dann stand da unten der Karren und dann habe ich da die Kinder drin gesehen. Und dann? Bin euch auf den Karren geklettert. Ich wollte sie fragen, wo sie herkommen, aber sie haben nicht mit mir geredet. Und dann kam dieser dürre Mann. Ja. Und ja. Dann hat er mich ganz fest angeschrien und mich festgehalten und ja. Dann habe ich das gemacht, was Onkel Astanio mir beigebracht hast und du. Hab ihm den Dolch aus seiner Scheide rausgezogen. Dann hat er mich weggestoßen und wir haben ein bisschen gerungen. Ich habe mich an ihm vorbei und habe ihm im Vorbeigehen an die fiese Stelle, die Mora mir gesagt hat, gestochen. Stelle, die Mora dir gesagt hat. Zeig mal. Da. Die habe ich dir auch schon ein, zweimal gezeigt, aber ja. Gut. Verdammt. Ja, wir müssen. Komm mit. Dann kamen ganz viele Leute, weil er so gerufen hat. Und der Dicke, der hat mich gesehen.
Oh nein. Scheiße. Gut, wir müssen hier weg. Habe ich mich versteckt hier? Gut gemacht. Den Vogel gefüttert. Er ist lieb. Naja, du hast dich verteidigt, weil er dir wehtun wollte. Also, und weil er Kinder entführt hat. Ist er schlimm verletzt? Er ist tot. Du hast ihn genau richtig getroffen. Aber das nächste Mal musst du oben stechen, dann schreit er nicht. Lass uns runtergehen zu Astanio. Ihre Augen werden groß. Das an sich Tränen in die Augen. Ach komm her, das ist passiert. Du hast dich gewehrt. Das ist alles in Ordnung. Das darf man nicht machen, hat Astanio immer gesagt. Aber er wollte dir wehtun und er hat Kinder entführt. Er ist ein böser Mensch. Bösen Menschen darf man wehtun. Das war in Ordnung. Ich wollte nur mit denen spielen. Was von dem Brot verkaufen. Von dem Brot verkaufen, als ob die Kinder Geld hatten für das Brot. So, jetzt komm, wir müssen zu Astanio. Und zwar sofort. Hier kommen sonst nie fremde Kinder durch. Da haben die Geld, wenn die auf dem Karren sitzen. Die waren gelegen, aber was weiß ich, ich habe das nicht richtig gesehen. Ja gut, egal, lass uns zu Astanio gehen. Und ich würde halt mein Kind aufscheuchen und zur Treppe. Können wir die nicht mitnehmen? Wenn er uns folgt, folgt er uns. Mitnehmen, ich kann keinen Raben fangen. Ich habe das nicht gelernt. Vielleicht folgt er uns einfach. Ja, und dann würde ich halt auf die Leiter gehen und runter. Nein, wir gehen zu Astanio, wir gehen nicht nach Hause. Wir gehen erstmal zu Astanio. Aber ich habe meine Hausaufgaben nicht fertig. Ist es egal. Das ist gerade sowas von egal. Ja. Hauptsache ist, dass ich dich wieder habe, dass dir nichts passiert ist. Und ich würde mit ihr dann runtersteigen und sie zu Astanio bringen und dann klopfen. Sie unter meinem Mantel halt mit mir, quasi unter meinen Mantel nehmen. Dann zu Astanio huschen. An der Tür klopfen. Astanio, ich bin's. Astanio wird die Tür einen Spalt weit aufmachen und durch dich einen Spalt linsen. Und wenn er dich dann erkennt, dich reinlassen. Was machst du denn hier? Du wolltest doch nach deiner Tochter suchen. Ich hab sie gefunden. Was? Ich mache halt den Mantel auf und meine Tochter kommt dann drunter hervor. Sie ist mal mit mir gelaufen. Lass uns reingehen oder stören wir da gerade zwei? Wen? Das weißhaarige Mädchen, was eben reingekommen ist. Kommt rein. Wir müssen aufbrechen. Schnellstmöglich aufbrechen. Was ist überhaupt passiert? Wo war sie denn jetzt? Auf dem Dach, oben. Weil sie sich gewehrt hat und dabei ist der Mann zu Tode gekommen? Was? Sie war auf dem Dach und deswegen ist der Mann zu Tode gekommen? Was? Sie war auf dem Dach, hat weil sie den Raben gefüttert hat, hat dann den Karren gesehen, wo die Kinder drauf lagen, ist runter, wollte mit den Kindern reden. Dann kam der Mann, der jetzt tot ist, hat sie erwischt und sie hat sich gewehrt und hat ihn getötet. Und der Dicke, der Tucher, hat sie gesehen. Astanio wird das Mädchen einfach nur noch anstarren. Sie hat sich gewehrt. Sie hat gut gelernt, wie es scheint. Also gut gelernt. Ich weiß nicht, was er mit ihr vorhatte. Wahrscheinlich wollte er sie auch niederschlagen und zu den anderen Kindern legen. Es war ihr gutes Recht, sich zu wehren. Ich meine, klar, dass da jemand zu Tode gekommen ist, ist absolut nicht in Ordnung, aber es passiert. Es ist passiert, wir müssen weg. Die Sache ist um einiges komplizierter geworden. Wir müssen sofort aufbrechen. Wenn er hat, wird er Aussage machen, sie werden sich... Wir müssen los. Wir müssen los.
Wenn wir Glück haben, sind wir gerade noch da weg, wenn sie gerade an meine Haustür klopfen. Ich muss aber noch nach Hause. Dann geh nach Hause. Pack deine Sachen zusammen. Ich sag Jandrik Bescheid. Jandrik, gehst du dann auch zu Osko und Mora? Ja. Aber wie kommen wir hier schnell weg? Den Karren? Du hast den Schlüssel noch, oder? Zur Scheune. Wir nehmen das Pferd. Wir nehmen das Pferd mit. Den ganzen Karren? Was sollen wir denn sonst machen? Wir müssen irgendwie die Leute transportieren. Ja, die Kinder, Karren, die Sachen, den Karren, das Pferd. Kümmert du dich ums Pferd? Anastasia wird wild hin und her rennen. Ich muss hier noch Sachen zusammensuchen. Ich renne raus. Elena, Fenja, du bleibst hier, ja? Bitte. Ich bring dir Sachen mit. Wir machen eine kleine Reise. Hallo, Kind? Nickt. Okay. Dann wird Astanio wahrscheinlich in das Zimmer reinstürzen, wo die Kinder liegen und wahrscheinlich auch noch Jandrik drauf sitzt. Wir müssen los. Jandrik sitzt gegenüber von dem weißhaarigen Mädchen. Das wird so toll. Während das alles passiert ist, ist nämlich Folgendes passiert. Also, das weißhaarige Mädchen ist die durch die Zimmertür reingekommen, kein Wort gesagt, sich nur gegenüber von dir hingestellt, legt den Kopf schief und schaut dich an. Oh, schon wieder. Klimpert mit den Augen. Oh Herr, wie hast du es gesehen? Was? Meine Vision von den dreien, der Frau und den zwei Männern im Ring, der Kampf. Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Sie nickt. Wie? Wie hast du es gesehen? Ich war tot. Vielleicht ich auch? Na, warst du schon in diesem verrückten Land hier? Ich weiß nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Verstehe nicht. Was verstehst du nicht? Was du sagst. Hab dich überhaupt nicht verstanden. Warum bist du weggelaufen? Weil ich es für eine gute Idee gehalten habe. Ich kenne hier niemand. Ich wusste nicht, ob ich diesen Menschen trauen kann. Ich wusste nicht, was hier los ist. Ich weiß nur, dass ich hier fort muss. So schnell wie möglich. Wie in dem Ring. Ja, wie im Ring. Und wenn ich ehrlich bin, Kleine, hast du mich erschreckt. Das mache ich öfters mit Menschen. Das glaube ich. Warum willst du mit mir sprechen? Weil ich nicht verstanden habe, warum du wolltest, dass sie gewinnt. Ach, weißt du, sie war hübsch. Verstehe nicht. Das ist etwas, was du jetzt auch noch nicht verstehen musst, aber es ist auch nicht der einzige Grund. Als ich das sah, diese Vision, da habe ich sie nicht verstanden. Ich habe sie nicht wirklich verstanden, aber sie wirkte mir richtig. Sie war vielleicht richtig. Irre ich mich. Sie wirkte mir nicht so böse wie die anderen. Deswegen wollte ich, dass sie gewinnt. Aber vielleicht ist es einfach
Die Gefühle eines albernen Mannes, ja. Was ist böse? Böse. Das hier. Er zeigt um sich. All das hier. Dieses ganze verfluchte Land ist böse. Wer entscheidet das? Ja, das entscheidet die Zwölfe natürlich. Wer denn sonst? Und kleine Kinder zu entführen und sie... Wer sind die Zwölfe? Da weiß ich, wer die... Ja, natürlich weißt du das nicht. Die Götter. Warum entscheiden die das? Weil sie uns helfen wollen, weil sie uns weisen wollen, weil sie... entscheiden. Ja, das kannst du auch, das musst du auch, aber sie... Dann woran erkenne ich Böse? Eigentlich... Bin ich böse? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Weil du es nicht anders kennst. Aber du bist doch ein Kind, also... Ist das schlimm, böse zu sein? Ja. Ich bin nicht der Richtige. Hör zu, es ist sowas, was du mit Osko sprechen. Der kann dir das bestimmt besser erklären. Oder die Schmiedin vielleicht auch noch, aber nein, es ist böse. Die waren nicht da. Was richtig und falsch ist, das fühlt man im Herzen. Das weiß jeder Mensch instinktiv. Tritt näher an dich heran, wieder so fast auf Augenhöhe. Was ist, wenn man im Herzen gar nichts fühlt? Er kann nicht anders, seine Hand berührt ihr Haar, streicht ganz sanft darüber dieses helle Haar, dann muss dir Schreckliches angetan worden sein. Das tut mir sehr leid. Verstehe nicht, was schrecklich ist. Ja, das glaube ich dir. Du kommst mit uns. In dem Moment kommen dann Jelena und Astanio rein. Jandrek. Ja? Wir müssen los. Ja. Hast du ein Schwert für mich, Jelena? Komm mit. Wir müssen sie mitnehmen. Ja, deutet auf die Kleine. Ein Kind mehr oder weniger macht keinen Unterschied, oder? Nein. Je mehr retten können, desto besser. Ja, gut. Ich mache mich auf den Weg. Ich komme dann gleich. Ich komme mit. Müssen wir dann nicht ihren Eltern auch Bescheid sagen? Nein. Müssen wir nicht. Das heißt, wir entführen sie. Nein. Ich habe das vor langer, langer Zeit mal mit ihren Eltern abgemacht. Wir gehen auf eine kleine Reise. Schaut zwischen Astanio und Elena hin und her. Wird das schon abgesprochen haben? Ihr habt das gerade erst entschieden, dass wir gehen. Was dass dabei? Wir jetzt gehen, haben wir entschieden. Bin nicht dumm. Das wissen wir. Das wissen wir. Das ist auch gut so. Und deswegen wirst du auch ohne Murren mit uns kommen, Mädelchen. Wie hast du sie gerade genannt? Mädelchen. Eieieiei. Gut, also ich kümmere mich um meine Sachen und um die anderen beiden. Ich muss los. Wir müssen den Eltern Bescheid sagen. Das Nein. ist wichtig. Wir können ihnen... Ich habe heute schon mal was falsch gemacht. Ich möchte nicht ganz viele Sachen falsch machen. Glaub mir, du hast heute gar nichts falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast dich gewehrt. Sonst lägst du auch neben diesen Kindern und wir hätten... Ja. Wenn wir den Eltern Bescheid sagen, Kleine, dann weiß es das ganze Dorf und dann sterben sie alle. Warum? Gehen wir denn hin?
Was wissen Sie, dass wir auf Reisen gehen? Ja. Ja, das ist halt unüblich, wenn man auf Reisen geht, mitten in der Nacht aufzubrechen. Mhm. Oder? Deswegen. Jetzt will ich wissen, was ist so, wo wir hingehen. Astania, kannst du dich kümmern? Ich kann es nicht abgeben. Ich mach das. Nee, es ist schon gut. Ja, wir gehen in ein anderes Dorf. Kümmer du dich um Jandriks Schwert. Ja. Samantha geht rüber zu Finja. Mach dir nichts draus. Er möchte, dass ich mitgehe, aber er weiß noch gar nicht, ob ich das will. Tja. Eben, das ist ja auch noch, sie muss ja auch noch entscheiden, ob sie überhaupt mitkommen möchte. Bei dir ist das anders. Finja, meine Kleine. Ich gehe noch mal in die Knie und gebe nur zu ihr rüber, umarm sie noch mal. Du hast mir einen Riesenschrecken eingejagt. Mach das nie wieder, ja. Gut, wir sehen uns später. Ich würde dann aus dem Haus rausgehen mit Jandrik. Rüber zur Schmiede. Samantha dreht sich nochmal zu Jandrik um. Ich kann nicht mit. Warum nicht? Weil ich hier gebraucht werde. Hier wirst du sterben. Was ist daran schlimm? Du sprichst es aus, als wäre es etwas Schlechtes. Der Tod ist nichts Schlechtes. Aber ich fühle, dass. Ich fühle einfach, dass du noch gebraucht wirst, Kleine. Ich kann es dir nicht erklären. Aber ich. Da, wo wir hingehen, dort wird etwas Wichtiges geschehen. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Und irgendwie fühle ich, dass du da mit musst. Du nicht? Ich fühle gar nichts. Niemals. Aber das ist nicht wahr. Du hast mich gesehen und gefühlt, dass du mit mir sprechen willst. Und wenn es Neugier war oder irgendetwas anderes, etwas hat dich zu mir getrieben. Irgendetwas hat dich dazu gebracht, mich zu retten. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass du wichtig bist. Ich glaube, dass er dich zu mir geschickt hat, Glade, ja. Um mich zu retten. Wer ist um die Rabenmark zu retten. Einer der Götter, von denen ich dir erzählt habe. Mein Gott. Boron. Ich kenne keine Götter. Vielleicht nicht. Überleg es dir. Noch ein paar bisschen Zeit hast du. Dann dreht sich Jandrik um und folgt der Schmiedin. Ich stehe schon draußen vor der Tür. Na endlich. Sie stapft im Laufschritt rüber zur Schmiede. Amanda läuft nochmal an Jandrik vorbei. Bevor wir uns trennen, solltest du daran arbeiten, wem du Siege zugestehst. Dann läuft sie in den Regen raus. Kommst du? Dieses Kind verursacht eine Gänsehaut in mir. Ja, ich komme. Mit den davonlaufenden HeldInnen verlassen wir die Rabenmark für heute. Mieser Cliffhanger. Mieser Cliffhanger. Es ist Koali. Natürlich gibt es einen miesen Cliffhanger. Hey, wir haben unsere Spielzeit. Ist passiert. Mhm. Ja, ja. Schon durch. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, schön. Dankeschön. Oh. Herrlich. Ja. Bin gespannt, was ihr noch macht mit den ganzen.
Wir nehmen einfach eine Horde Kinder mit an den gefährlichsten Ort in ganz Aventurien. Nein, sie wollen ja den Umweg. Nein, sie wollen ja den Umweg über ein Dorf machen. Also nochmal Tagesreise weg vom Wall, um dann wieder zum Wall zwei Tagesreisen oder drei Tagesreisen zu gehen. Und dann gibt ihr die da, wo wem? Also gut. Jandrix Liebschaft? Das klang so raus, Jandrix Liebschaft von der einen Nacht damals? Das ist der Plan, ja. Die kann bestimmt so kaufen Kinder zu brauchen. Was? Das ist deins, so. Nee, das sind deine. Du weißt es nicht, aber... Es sind Vierlinge, viel Spaß. Ja. Eins davon ist eine Elfe. Keine Ahnung, irgendwie sind da Gene durchgekommen. Eieieiei. Krasser Kram. Eieieiei. Rabenmark halt, ne? Ja. Zumindest schmeckt der Grog gut, ne? Mir sagen lassen, der heilt alles. Absolut. Der gute warme Grog, ja. Vor allem den Kälte. Sehr effektiv. Ja. Ihr habt euch jetzt am Ende ja irgendwie etwas ins Auskatapultiert, was aber, naja, gut. Nee, alles gut. Ins Auskatapultiert? Osko und Mora sitzt halt immer noch bei Osko. Also Mora sitzt immer noch bei Osko und prostet der älteren Dame zu, die immer betrunkener wird. Ja. Mhm. Ja. Mora trinkt immer das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir schauen, was euch da noch zusteht. Oh. Sehr gut, sehr gut. Irgendwann muss der Dicke ja auch wiederkommen. Und merken, was da passiert ist. Oh ja. Ja, da hat... ich habe mir schon ein paar Sätze zurechtgelegt. Ja, also, wir haben noch einige offene Fragen. Was ist mit dem weißhaarigen Mädchen? Warum ist die Nekromantin wieder da, obwohl sie eigentlich tot ist? Was hat es mit dem komischen Vogel auf sich? Was macht der Dicke mit den Kindern? Wo bringt ihr die Kinder unter? Wir haben ganz viele offene Baustellen, das was. Ja, so ein bisschen. Oh mein Gott. Ich habe so das Gefühl, wir werden noch mindestens eine Runde im Dorf bleiben. Ja. Und ich habe so das ganz doofe Gefühl, dass das mega schief gehen wird und wir mega Probleme bekommen werden. Genau, Luzifers Engel schreibt auch gerade, wo kommt die Elfe her? Ja, genau. Ja. Zweifelsfall von der anderen Seite. Ja. Also es ist nicht so, dass da bis in der Ragenmark überhaupt gar keine Elfen geben würde. Ja. Aber die sind schon nicht alltäglich, ja. Und gar keine Elfenkinder. Ich wollte gerade sagen, Elfenkinder sind, glaube ich, allgemein nicht so alltäglich, oder? Warum schmuggelt der Tucher Kinder? Ja, ja, ja. Hm, ja, deswegen. Mal bei Mora nachfragen. Ja. Als ob Mora noch nie Kinder geschmuggelt hätte. Ja, aber die hat sie woanders hingeschmuggelt. Das ist nicht auszuschließen, aber die Umstände interessieren sie mal. Ja, noch weiß Mora ja nichts von den Kindern. Ja, noch nicht. Nein, und es weiß auch noch keiner außer Ilena, dass jetzt die gute, Belhala wieder da ist. Nee, das war, glaube ich, Astanio. Oder Astanio hat Astanio auch gesehen? Ja, wir haben auch gesehen, ja. Osko und Astanio haben ja ein bisschen abseits gestanden, damit sie nicht entdeckt werden, aber okay. Haben das alles gesehen. Ja, gut. Wie war ihr Vorname? Die könnten wir auch noch ins Kranke eintragen. Belzora Rota hier. Ja. Eigentlich nicht noch ins Kranke eintragen. Sollte sie tot sein, ja. Astanio ist ja sehr kinderlich. Hey, Nekromanten. Ja. Also, Astanio ist ja wirklich sehr kinderlich. Habe ich ja sehr kinderlieb gebaut. Aber mir graust gerade vor dem Gedanken, mit so einem riesen Karren voll Kindern durch die Rabenmark zu fahren. Mit einem geklauten Karren. Und einem geklauten Pferd. Kommt ja auch noch dazu. Das Pferd gehört uns ja auch noch nicht. Ja. Ja, das wird echt. Die Frage ist, ob wir es wirklich durchziehen. Wir werden es erleben. In zwei Wochen geht es weiter. Dann schauen wir, was ihr macht. Freue ich mich schon drauf, ja. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Euch da draußen, danke, dass ihr zugeguckt habt.
Genau, der Tochter von der Amazone, den auch so was Engel, richtig, ja. Ja, ja. Und auch keiner weiß, wer der Vater ist. Nee. Ja. Mora hat ja ihre, aber egal. Vermutungen. Ja, irgendwie, ja. Vielen Dank, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Wenn ihr das jetzt hier später auf YouTube schaut, hinterlasst uns doch mal einen Kommentar und so einen Daumen. Das wäre ganz nett. Wir freuen uns immer über jeden Kommentar. Ich reiche die auch alle immer geflissentlich weiter. Und ja, wie gesagt, in 2 Wochen geht es hoffentlich weiter, wenn uns nichts dazwischen kommt. Und wenn ihr meint, ihr könnt es so lange nicht aushalten ohne Rollenspiel, dann habt ihr Glück, weil es gibt hier ganz viele Menschen in diesem Stream, die ebenfalls Kanäle betreiben und im Rollenspiel aktiv sind. Vielleicht kriegt ihr ja in der Zwischenzeit auf deren Kanälen irgendwie ein bisschen was mit. Zum Beispiel beim Marot, der hat nämlich eine eigene Homepage sogar mit ganz viel Content. Was gibt's da zu entdecken? Ja, Rollenhörspiele im meisten Fällen, also ähnlich wie das hier, wenn es auf dem Podcast läuft, geschnittene Mitschnitte von Rollenspielrunden und da gibt es ganz verschiedene Sachen, auch DSA, aber auch vieles andere. Einfach mal drauf gucken. Ich merke gerade, dass eine Verlinkung mal hier falsch ist, aber gut, muss ich demnächst mal ändern. Ihr findet den Marot. Da gibt es übrigens auch DSA-Content auf seinen Spielen. Also falls ihr nur DSAler seid. Ne? Feiere seine 7 gezeichneten Kampagne zum Beispiel. Ja, der Kakko hat auch diverse Kanäle, auf denen ihr ihn finden könnt. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, hat er Figürchen angemalt, zusammen mit Sierra. Ganz genau, ja. Und auf keinem der Kanäle gab es bisher DSA-Content. Tut mir sehr leid, DSA-Fans. Hat das bisher gehört? Bisher. Mal schauen. Ja, genau. Ich bin momentan ja wieder in Tabletop-Laune. Das heißt, spätestens auf meinem Twitch-Kanal wird es dann nächsten Sonntag was geben. Wieder nachmittags zu gehen, 17 Uhr. Oder zwischendurch dann mal was. Das wird dann immer auf meinem vor allem Instagram- und Twitter-Account angekündigt. Genau. Ansonsten rollenspieltechnisch bei mir sieht es momentan eher schlecht aus, weil eine Runde gerade ein bisschen ausfällt, weil der gute Mischke im Urlaub ist. Noch, glaube ich. Wir gönnen ihm den Urlaub. Auf jeden Fall. Er hat es sich verdient. Ja, ansonsten wird eventuell, ich hoffe mal, diese Woche ein Video auf meinem Kanal kommen, zu machen mit der SL-Austausch-Challenge. Ich will mir mal ein bisschen mehr jetzt, in den Arsch treten, um mal ein Video dazu machen, weil ich habe noch Leute, die ich challengen möchte. Das ist eine prima Sache, da haben wir den Marot auch drüber kennengelernt. Ja. Absolut. Ja, das war super. So, ich habe gehört, Sierra hat auch Kanäle. Ja, richtig. Man findet mich auf Instagram und auch hier auf Twitch. Meistens aber im Moment gemeinsam mit dem Kako zusammen. Genau, wir besuchen uns gegenseitig auf unseren Kanälen und quatschen zusammen und bemalen dabei kleine Miniaturen. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt, folgt dem guten Kako und mir, dann verpasst ihr es nicht. Genau, und Elanor hat auch Zeug? Ja, einen kleinen Instagram-Kanal, wo hin und wieder mal ein paar Posts kommen, ob jetzt vom Essen oder letztens sich einen Pflaumenkuchen gebacken. Aber bist du einer von denen, die ihr Essen fotografieren? Ja, manchmal. Rollenspiel-Content tatsächlich eigentlich nur die Werbung für unsere schicke Runde hier. Du musst einfach neben das Essen ein paar Würfel legen, dann ist es Rollenspiel-Content. Ja. Ich schau mal. Ich schau fürs nächste Mal mal. Übrigens, ja. Habt ihr gemerkt, dass wir gar keine einzige Karte gezogen haben heute? Ja, es ist mir auch aufgefallen. Die Reaktionen waren, kam keine Karte gebraucht. Man kam nicht dazu. Fürchterlich. Ja. Fürchterlich. Ach. Kann man echt nicht spielen ohne Zufallselemente. Das war Action genug. Da hättest du immer mal schubsen können, zieh eine Karte. Darfst du als Meister auch sagen, zieh mal eine Karte. Apropos Karten, Ossi hat keine Karten auf seinem Kanal. Doch hier gewinnt Karten. Ungerne. Aber, also bei mir gibt es kein Pen-and-Paper-Content, tut mir leid.
auf meinen Kanälen momentan. Da gibt es momentan eher Richtung The Witcher und auf Twitch und auf auch auf Twitch das Sea of Thieves. Und Dragon Age. Und Dragon Age, stimmt. Dragon Age. Das muss ich auch noch weitermachen, das siehst du mal. YouTube Teaches momentan ist jetzt das in langsam was in Mache. Da rollen gerade ein paar Sachen dazu ran. Ich versuche mich wieder zum Videoschneiden zu bringen, aber das dauert ein bisschen. Ja, genau. Ja. Also, wisst ihr Bescheid, wo ihr die nächsten 2 Wochen euch die Zeit verkürzen könnt? Da findet ihr ordentlich Zeug bei den Kanälen. Wenn ihr sagt, ich möchte aber lieber beim Koali noch was gucken, dann könnt ihr nächsten Sonntag wo ihr die Phileason-Saga wieder sehen. Da geht's dann auch weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.